Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bitcoin für Einsteiger. Wir wollen heute versuchen, Bitcoin so einfach wie möglich zu erklären und über Vor- und Nachteile sowie bereits existierende Anwendungsmöglichkeiten zu sprechen. Dazu habe ich mir zwei langjährige Beobachter der Szene eingeladen, und zwar Fabio und Paschka. Fabio ist Bitcoin-Fan und MLPD-Mitbegründer. Paschka ist ein Bitcoin-Enthusiast und Generalsekretär des Dezentralkomitees der MLPD. Meine Wenigkeit ist unbasiert und ebenfalls Mitglied der MLPD. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, wie ich eigentlich zu dem Thema oder ja zu dieser Szene Bitcoin gekommen bin. Also bei mir fing das damals an, 2012 müsste das ungefähr gewesen sein. Da habe ich über diverse Foren mitbekommen, okay, da gibt's irgendwie was Neues. Da kann man irgendwie so ein digitales Geld sich selbst erzeugen und bin da auch dann mit eingestiegen, habe dann, dazu kommen wir dann gleich noch, was denn jetzt so Mining und so weiter bedeutet, ein paar Bitcoins gemined und also um genau zu sein 0,5 bloß. Hab dann aber relativ schnell wieder das Interesse verloren, weil so richtig wirtschaftlich profitabel war das nicht. Weil irgendwie gab es damals für die 0,5 Bitcoin irgendwie 40 Euro oder so. Ja, und dann muss man sich dann noch bei einer Börse anmelden, um das da zu verkaufen. Heute ist es ja Gott sei Dank alles ein bisschen einfacher. Aber 2016 bin ich dann wieder darauf gestoßen, als der Bitcoin-Kurs so ungefähr bei 500 Euro pro Bitcoin oder so war und bin dann wieder eingestiegen und habe mich dann halt eher so als Trader und Daytrader betätigt. Ja, und bin bis heute eigentlich dabei. Ja, Fabio, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Ich bin durch einen Kumpel zu Bitcoin gekommen, der mir 2011 davon erzählt hat. Zu der Zeit war ich noch Dachfondsmanager, also in der konventionellen Finanzbranche sozusagen, war aber damals schon seit über 10 Jahren Libertär, Austrian Economics, Gold, Silber sind echtes Geld und so weiter, war also praktisch monetär vorgebildet, hatte aber von der ganzen Technik, also hat auch bis heute von Programmieren, keine Ahnung. Ich bin also so Endnutzer sozusagen. Und dieser Kumpel hat mir von diesem Internetgeld erzählt und mit Kryptographie und Hashrate und was weiß ich was und die Computer, die da alle irgendwas machen. Und ich habe die ganze Zeit nur Bahnhof verstanden und es nicht so richtig ernst genommen. Weil ich dachte, Moment mal, also Computergeld, das kann bestimmt irgendwie gehackt werden und so, das oder gefälscht werden und das ist nichts. Und dann hat er mir das aber irgendwann mal, er hat mir das dann so erklärt, du stell dir das einfach vor hier mit, weil ich eben gerade diese technische Seite mit der Verschlüsselung nicht wirklich verstanden habe, was er mir da erzählen wollte. Einfach gesagt, du stell dir das vor wie digitales Gold. Es ist so programmiert, dass es wie digitales Gold funktioniert. Dann hat er mich mitgenommen zur ersten europäischen Bitcoin-Konferenz damals in Prag. Das war im November 2011. Da war gerade die erste Bitcoin-Blase geplatzt von $30 zurück auf $3 oder unter $3 sogar. Und ja, dann war ich da in so einem Raum, wo Vitalik Buterin saß, der damals noch fürs Bitcoin-Magazin geschrieben hat und Max Kaiser, der dann später auch berühmt geworden ist. Noch ein paar andere Leute, die dann die Szene jahrelang begleitet haben und die waren eben, es waren halt richtige Hacker, wie man sich das so vorstellt, die halt alle super fit waren in Kryptografie und was man da nicht alles wissen muss. Und die waren der Meinung, diese Bitcoin-Einheiten kann man nicht einfach beliebig vermehren. Und ja, da hat es sozusagen Klick bei mir gemacht. Ich hab zumindest mal die Grundidee verstanden, was der Plan mit Bitcoin ist und dass es eben, obwohl es digital ist, tatsächlich wie Bitcoin, wie digitales Gold funktioniert. Und ja, so bin ich beim Thema geblieben. Das ist auf jeden Fall eine interessante Story. Ja, Paschka, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Bei mir war es tatsächlich derselbe Zeitraum. Erstmal hallo an alle.
tatsächlich bin ich so circa seit 2011, 2012 auch darauf gestoßen, war damals in der Libertären Partei, der PDV, Partei der Vernunft. Von daher habe ich schon die österreichische Theorie des Vorteils der Währungskonkurrenz verstanden und die guten Qualitäten des Geldes, aber das technische Verständnis war da auch noch nicht vorhanden. Von daher war ich eher so auf der Seitenlinie und habe das weiter beobachtet. Mit den Jahren habe ich mich da reingearbeitet, zwischenzeitlich auch für ein Krypto-Startup gearbeitet. Von daher, jetzt ist das technische Verständnis da und auch eben die Überzeugung, dass das eine Währung der Zukunft mit sein wird. Ja, hervorragend. Also da habe ich ja schon fast Experten da. jetzt wollen wir mal schauen, ob die Experten das auch für Laien ganz gut erklärt kriegen. Deswegen frage ich einfach mal so in den virtuellen Raum, was ist eigentlich Bitcoin und warum das Ganze? Ja, mir fällt gerade auf, ich habe es ja eigentlich mit meiner kleinen Geschichte, habe ich zumindest erzählt, wie ich es verstanden habe. Nämlich, und das ist aus meiner Sicht auch die einfachste Sicht für nicht technikaffine Leute, sich das wirklich wie digitales Gold vorzustellen. Also Bitcoin ist die erste knappe digitale Einheit, die es je gab. Weil vorher gab es halt nur so was ich, eine MP3-Datei, die du einfach beliebig vermehren konntest. Und das ist als Geld denkbar ungeeignet. Aber eine endliche Zahl, 21 Millionen bei Bitcoin, mehr werden es ja nie werden. Im Moment weiß es jemand, wie viele Bitcoin sind gerade im Umlauf? Die aktuelle Zahl kenne ich nicht, aber 17,5 Millionen meine ich. Ja, irgend sowas, genau, ja. Also, ja, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Das letzte Bitcoin wird übrigens im Jahre 2140 erstellt werden können oder gemeint werden können. Also wir haben noch ein bisschen Vorlauf auf jeden Fall. Ich würde sagen, Bitcoin ist ein System, ein Computersystem, ein verteiltes System, das eben aus der Software, aus dem eigentlichen Code besteht und eben der Infrastruktur, sprich die Computer, die da mitmachen, also die Miner, die sogenannten, und die Full Nodes, die halt unterschiedliche Aufgaben da haben, das eben versucht, knappe digitale Einheiten zu produzieren, die eben so sich verhalten wie Gold, was ja auch, oder Silber von mir aus, wie ein Edelmetall. Das hat der Satoshi Nakamoto, der sagenumwobene Gründer oder Erfinder von Bitcoin, hat das auch mal so erklärt in einem Forum-Beitrag. Man soll sich einen Rohstoff vorstellen, der keine besonderen Eigenschaften, also nicht ein Rohstoff, ein Industriemetall, was keine besonderen Eigenschaften hat, also nicht besonders hübsch ist, irgendwie langweilige Farbe, nicht besonders hart, nicht besonders weich, nicht besonders guter Leiter, aber nur eine magische Eigenschaft hat, nämlich dass es über einen Kommunikationskanal schnell übertragen werden kann. Und das ist also praktisch die Eigenschaft von diesem Industriemetall. Und wenn ich dieses Industriemetall dann eben ganz schnell von Hongkong nach Washington schicken kann, dann ist allein dieser Umstand, dass es halt so schnell geht und dass es niemand mich dran hindern kann, schon was wert. Und wenn diese einzelnen Einheiten, die da durch die Gegend geschickt werden, irgendwann mal einen Preis am Markt erzielen, ja, dann kann da was in die Gänge kommen. Mhm. Und so, denke ich, kann man sich das ganz gut vorstellen. Ja, das denke ich auch, ja. Ich könnte noch ein bisschen was zur Geschichte von Bitcoin erzählen, weil darauf wollte ich gerade hinaus, ja. Sehr gut. Die Idee des digitalen Geldes ist ja nicht durch Bitcoin entstanden. Es gab schon vorher einige Projekte, die versucht haben, die Verschlüsselungsmethoden, die damals aus den 60ern, glaube ich, noch vom US-Militär entstanden sind, als die freigegeben wurden für die öffentliche Verwendung, sind eben diese Cypherpunk-Gruppen entstanden, die mit dieser Verschlüsselung gearbeitet haben.
Und da gab es mehrere Projekte und Bitcoin selbst basiert, ich habe den Namen nicht mehr, aber basiert auch auf einer Idee eines digitalen Geldes, verwendet aber einfach einen anderen Algorithmus, um dieses Problem zu lösen. Wie hieß es, das Generalproblem? The General Problem der Byzantiner Generäle. The genau. Byzantine General's Problem. Also im Endeffekt ist das Problem, dass man die Kommunikation so sicherstellen muss, dass sie nicht gefälscht werden kann zwischen verschiedenen Agenten. Und also die Koordination, da geht es um den Angriffszeitpunkt. Wie einigen sich alle Generäle, die um die Stadt, die in der Stadt belagern, die müssen sich auf einen genauen Angriffszeitpunkt einigen. Und haben aber nur Boten, von denen man nicht weiß, ob man denen trauen kann. Ja, das Problem ist glaube ich, auch zu schwierig, um es jetzt auszuführen. Wahrscheinlich ja, das wird ein bisschen abstrakt jetzt. Ja. Aber es ist eben, Fakt ist, dass das ein Problem war, das lange nicht gelöst werden konnte. Und Bitcoin, beziehungsweise das Blockchain-System, das Nakamoto und eben mit den anderen Cypherpunks entwickelt hat, dass das erste Mal wirklich digital gelöst wurde. Genau. Und wer sich dafür interessiert, kann da natürlich weitere Nachforschungen anstellen. Und ja, vielleicht ist noch nebenbei zu erwähnen, Satoshi Nakamoto hat das nicht alleine entwickelt, sondern er hat das White Paper, die Idee mit aufgebracht. Und in der technischen Umsetzung waren viele Cypherpunks mitbeteiligt. Und Julian Assange war einer von der Mailinglist von der Originalen, die von den Cypherpunks erstellt wurden. Was hat eigentlich jetzt Satoshi Nakamoto dazu bewegt, sowas wie Bitcoin in Anführungsstrichen zu erfinden? Das war natürlich die Krise 2008. Das ist ja das Symbol für die Geburt vom Bitcoin. Ich weiß nicht, Fabio, vielleicht willst du da mehr zu erzählen. Ich glaube, da warst du präsenter als ich. Da habe ich gerade angefangen, mich zu informieren, 2008. Die letzte Finanzkrise, die letzte große, also ich meine, zur Frage, was sie motiviert hat, man kann ja lesen, was er so im Bitcoin-Talk-Forum geschrieben hat oder auch die diversen Mailinglisten etc. Er hat sich, so wie ich ihn verstanden habe, also ich interpretiere ihn als eben ein Austrian, der einfach ein alternatives Geldsystem vorschlagen wollte. Ich meine, er war ja immer relativ bescheiden so in seinen Äußerungen, also als Experiment hat er das ja immer bezeichnet, weil du gerade Assange erwähnt hast. Es war doch auch so, der Satoshi hat glaube ich sogar gewarnt, weil ja dann die diversen Kreditkarten haben ja dann die Spenden an WikiLeaks verunmöglicht und dann ging nur noch Bitcoin. Und dann wurde Bitcoin schon einigermaßen populär für damalige Verhältnisse. Und da hat der Satoshi noch gewarnt, dass möglicherweise das Bitcoin-Netzwerk überfordern könnte, wenn da jetzt irgendwie alle Bitcoin nutzen, um WikiLeaks zu unterstützen. Mhm. Aber der wollte aus meiner Sicht ganz klar halt eben da ja, digitales Geld schaffen. Ja. Ja, im Prinzip um die Nachteile, die durch das zentrale Bankwesen entstehen und entstanden sind und wodurch auch die Krise zum großen Teil ausgelöst wurde, dem entgegenzutreten und ein eigenes, besseres Geld zu schaffen oder ich würde schon fast sagen, demokratischeres Geld. Das halt nicht zentral gesteuert werden kann. Da hat auch der rosa-rote Panzer gerade eben im Chat noch angedeutet, dass es ja das Skalierungsproblem, sage ich mal, gibt. Das hast du ja eben auch schon gesagt, Paschka, mit, dass das Bitcoin-Netzwerk jetzt überlastet würde, wenn alle jetzt WikiLeaks unterstützen und so weiter. Da können wir dann eventuell dann auch gleich noch drauf eingehen. Ich wollte jetzt erstmal nur das wäre dann schon eher etwas Technischeres, was es da eventuell in Zukunft für Möglichkeiten gibt, um das Bitcoin-Netzwerk skalierbarer zu machen, dass dann auch wirklich
Millionen Transaktionen pro Tag oder Milliarden Transaktionen pro Tag durchgehen können. Ja, ich würde noch sagen, dass die Hauptmotivation natürlich auch darin liegt, also wir setzen gerade das Verständnis voraus, dass das Fiat-Geldsystem eben schadhaft für die Wirtschaft ist. Ja. Jemand, der das vielleicht noch nicht kennt, weiß nicht, dass wir eine Geldmengenausweitung haben, die ständig dazu führt, dass das Geld an Wert verliert, dass die Wirtschaft darunter leidet, dass das Sparen an sich, worauf eigentlich eine gesunde Wirtschaft aufgebaut sein sollte, dadurch verhindert wird. Und eben auch alle, die von festen Löhnen auf feste Löhne angewiesen sind oder auf Hartz IV, was weiß ich, die werden alle eben langsam beraubt, auch durch die Enteignung. Ich habe gestern ein Meme gesehen, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber das sollte in etwa hinkommen. In diesem Jahr alleine hat sich die Geldmenge des Dollars um 22% ausgeweitet. Also es gibt fast ein Viertel mehr Dollars als im letzten Jahr. Und ja. Das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. 22% der gesamten US-Dollar-Menge ist dieses Jahr geschaffen worden. Also, ja. Also, ja, und dem steht dann natürlich ein Bitcoin entgegen, der immer rarer wird, der auch, woran viele nicht denken, Millionen Bitcoins sind für immer verloren, einfach weil sie auf irgendeiner Festplatte waren. Also die Keys dazu waren auf einer Festplatte, die entweder verbrannt ist, was weiß ich. Viele Leute, die auch Bitcoins geschaffen haben, irgendwann vor Jahren, haben es vergessen, verloren. Von daher wird das auch immer weniger werden. Also es ist wirklich eine stark deflationäre Währung. Ja. Ja, intrinsisch deflationär. Erstmal dadurch, dass, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass etwa alle 4 Jahre wird die Ausschüttung neuer Bitcoin immer wieder halbiert. Und deswegen schaffen wir es auch noch bis ins Jahr 2140 damit, die restlichen 4 Millionen Bitcoin zu generieren. Und ja, dadurch ist es halt erstmal deflationär und natürlich auch durch verlorene Coins. Also ich meine, ich habe ja auch 0,5 damals verloren, weil ich gesagt habe, ja, lösch einfach, ist eh nichts wert. Ja. Ja, das wären heute $5,000, ne? Ja, ja. Vielleicht an dem Punkt ganz passend mal kurz das Thema Blockchain eingeworfen, also mit dem Halving. Ja, genau, ja. Bitcoin funktioniert ja so, es ist praktisch eine öffentlich einsehbare, auf Hunderten oder Tausenden Computern verteilte Datenbank von Transaktionen, also wer welche Adresse, wie viel Bitcoin hält. Und die Transaktionen werden in Blöcken zusammengefasst und die werden aneinander gereiht und daraus entsteht dann eine Datenblockkette. Und das ist diese Blockchain. Und bei Bitcoin entstehen oder werden alle 10 Minuten im Schnitt wird ein neuer Block kreiert. Und die Miner, das sind die Computer, die diese Rechenaufgaben lösen, die werden dann eben mit neuen Bitcoin pro Block belohnt. Am Anfang waren es, glaube ich, 50, dann 25, 12,5 und so wird das halt immer weiter runtergehen. Ja, aktuell sind wir bei 6,25. Also in meinem Sprachgebrauch, ich persönlich würde Bitcoin nicht deflationär nennen, weil deflationär für mich bedeutet, dass die Geldmenge sinkt und sie sinkt ja nicht, sondern also die Schlüssel gehen verloren und sie steigt nur immer langsamer. Aber im Moment haben wir ja zum Beispiel immer noch eine Bitcoin-Inflation. Ich glaube, wir sind jetzt noch bei 3% oder 3-4% oder so im Jahr ist es ja nur noch, kommen also neue Bitcoin dazu. Genau wie Gold ja auch. Also genau. Aber da ist sehr, sehr viel Sprachverwirrung leider passiert, dadurch, dass ja zum Beispiel Inflation meinen die Leute, wird heute so synonym verwendet mit Teuerung, also dass die Sachen teurer werden, aber das ist ja eigentlich eine Folge der Geldmengenausweitung und nicht das Phänomen an sich. Aber ja, das geht dann sehr ins Geldtheoretische. Ja, richtig, ja. Kann man ja vielleicht auch mal was zu machen, Geldtheorie. Ja, ist ja schon ein relativ zentrales Thema für uns MLPDler. Das ist korrekt. Also ich glaube, ich habe ein schönes Beispiel dafür, wie Bitcoin funktioniert. Und zwar, ich weiß nicht, ob das Beispiel wirklich stimmt,
ob es mal dieses Geld gab. Aber wir stellen uns ein Dorf vor und in der Mitte des Dorfes steht ein Stein, wo eben ein Bilanzbuch drauf ist. Und sagen wir, jede Seite von dem Buch ist, sagen wir, ein Block in der Blockchain. Und was steht in diesem öffentlichen Buch? Einfach nur die Nummern von jedem, der eine Transaktion macht und wohin das Geld geht. Das heißt, wir haben einen öffentlichen Ledger, ein öffentliches Buch, wo jeder einsehen kann, welche Transaktionen wurden gemacht. Dadurch können wir insgesamt das gesamte Geldsystem einschätzen, wie viel ist im Umlauf, was geht ab. Und dadurch ist es eben auch vertrauenswürdig, weil jeder das gleiche Buch verwendet. Das jeder, der die Keys hat, der darf eben mitschreiben auf diesem Stein sozusagen. Ja. Also es gibt keine zentrale Stelle, die sagt, ja, du darfst da jetzt auf den Stein schreiben und du nicht, sondern das hat halt eben jeder, der die Schlüssel zu Bitcoin hat, der kann die eben da in der Blockchain dann auch bewegen. Und die Schlüssel erzeugt man sich ja selbst. Genau. Genau. Oder die Wallet macht das für einen. Aber da kommen wir jetzt gleich noch zu, was das überhaupt ist. Im Prinzip haben wir jetzt schon mal einen Vorteil genannt. Also wenn wir jetzt zu Vor- und Nachteilen von Bitcoin kommen wollen. Ein Vorteil ist, dass die Geldmenge nicht einfach von einem Zentralplaner beliebig ausgeweitet werden kann. Es gibt halt diese 21 Millionen, die maximal erstellt werden können und dann ist Schluss. Demnach ja, unterliegt es nicht der Willkür, wie zum Beispiel der Euro oder der US-Dollar, der ja, wie eben schon mal erwähnt, dieses Jahr sehr häufig erzeugt wurde. Was für Vorteile hat Bitcoin noch gegenüber dem Euro? Also da würde ich vorschlagen, ich habe hier gerade die Qualitäten von gutem Geld offen. Das wäre vielleicht interessant, die einzelnen Faktoren von gutem Geld zu vergleichen, Bitcoin mit Euro. Ja. Und zwar erste Qualität ist Langlebigkeit. Ja, Langlebigkeit haben wir so lange, wie nur ein einziger im Bitcoin-Netzwerk aktiv ist, ne? Also die, also es wird nicht schlecht, sagen wir mal so. Also und solange noch einer. Ja, meine Langlebigkeit wird die Zukunft entscheiden. Also ich persönlich, ich muss immer an ich habe von meiner lieben Großmutter, Gott hab sie selig, so eine alte Goldmünze geerbt, wo der deutsche Kaiser noch drauf ist. Da steht 20 Reichsmark drauf. Wenn dasselbe in Papier. Die Gold hat die Reichsmark überlegt. Bitcoin ist dieselbe Idee. Ich glaube, Bitcoin wird es in 50 Jahren noch geben. Ob es den Euro in der heutigen Form in 50 Jahren noch gibt, wird man in 50 Jahren noch sehen. Aber es ist auf jeden Fall, also das Bitcoin-System ist schockresistenter aufgebaut als das Euro-System. So viel ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Eurosystem beschäftigt. Ich betrachte das ein bisschen mehr so aus dem praktischen Aspekt. Also die Beschreibung hier ist auch, dein Gut sollte nicht verderben können. Zusätzlich sollte es, wenn möglich, nicht oder schwer zerstörbar sein. Das heißt, beim Bitcoin kommt es auch auf den Träger der Schlüssel an. Heißt, theoretisch könnten wir in eine Metallplatte den Schlüssel eingravieren und dadurch würde eine Atomexplosion überstehen. Bargeld ist da natürlich eine andere Geschichte. Wir kennen ja die ganzen Geschichten, wo irgendwie Geld vergraben wurde und nach 50 Jahren findet man fast verrottetes Geld wieder, Bargeld wieder. Könnte man natürlich auch in Münzen speichern, es würde dann aber ganz andere Probleme erzeugen. Und ja, und man muss halt auch bedenken, die durchschnittliche Fiat-Geld, es werde Geldwährung, hält so im Schnitt 27 Jahre bis zum Kollaps. Ne? Also. Genau. Ja, das stimmt auch. Ja, also, gut, wir haben. Da war Gold ja bisher schon immer etwas besser und man kann nur hoffen, dass Bitcoin dann noch etwas besser ist. Bitcoin hat halt die Option, wirklich ein Paper-Wallet zu erstellen oder ein physisches Wallet, was vielleicht auch nicht jeder weiß. Das heißt, man muss nicht unbedingt eine App auf einem Handy haben. Du kannst deine Schlüssel entweder auf Papier schreiben oder, wie gesagt, worauf auch immer. Von daher ist die Haltbarkeit
ja eher von dem Trägermaterial abhängig. Also eine Wallet ist quasi wie so eine Geldbörse, wo man seine Schlüssel zu seinen Bitcoins aufbewahrt. Quasi. Genau, die Wallet brauchst du ja theoretisch nur dazu, um das Geld zu verschicken. Genau. Ja. Okay, die zweite Qualität ist dann die Mobilität. Ja, die wäre ja auch bei Bitcoin deutlich besser als bei Euro. Würde ich auch sagen. Mobilität hast du ja erstmal erst quasi durch die App, wenn du eine hast. Oder wie du schon sagst, man könnte seine Schlüssel auch auf Papier drucken oder irgendwie in ich habe gesehen, es gibt so kleine Titantafeln, da kann man dann seinen Schlüssel eingravieren oder einstanzen. Und dadurch sind natürlich auch größere Mengen Geld oder Bitcoin in dem Fall sehr gut transportabel. Ne? Ja gut, Gold ist da natürlich am schlechtesten. Definitiv, ja. Ja, wobei, man muss schon aufpassen, dass man da Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Also bei Bitcoin und bei Gold, wenn da Bitcoin und Gold bewegt werden, wird da ja wirklich was bewegt. Also der eine Bitcoin, wenn er bei mir ist und dann zu dir geht, Paschka, dann ist er nicht mehr bei mir und so weiter. Im Bankensystem werden ja im Grunde genommen nur Schulden hin und her geschoben. Eigentlich, wenn du das wirklich vergleichen willst, auch rechtlich, der Übergang, du müsstest dein ganzes Geld abheben in bar und dann irgendwie, weiß ich, per Post oder per Kurier schicken. Es geht nur um die Mobilität, dass du dein Wert transportieren kannst. Das ist ja, es kann ja auch das Konto sein. Von genau, daher. Also mein Bitcoin und Gold kann man da gut vergleichen, weil da es ums selbe geht. Aber wenn jetzt hier ein Fiat-Money-Anhänger sagt, ja super, ich kann meine Euro irgendwie ganz schnell nach Polen oder so, weiß ich wohin, oder nach Frankreich oder Italien oder Spanien schicken, naja, technisch gesehen, also oder auch rechtlich gesehen, verschiebst du da Bankschulden und nicht den eigentlichen Euro. Und dass das dann technisch etwas einfacher geht über die diversen involvierten nationalen Zentralbanken. Ja, wenn man jetzt aber Bargeld, wenn man jetzt Bargeld, sage ich jetzt mal, als das einzige anerkannte Zahlungsmittel sieht, dann ist Bargeld auf jeden Fall deutlich untransportabler und als Bitcoin und Gold. Also Ich erwähne das deswegen immer wieder, weil es ja auch darum geht, ja, Vor- und Nachteile von Bitcoin. Also aus meiner Sicht ist es schon auch nicht nur so rein utilitaristisch, sondern auch praktisch eine Geschmacksentscheidung, wenn du so willst. Ja, ich will ein privates, auch mit allen Vor- und Nachteilen, also Kursrisiken etc. pp., aber ich will ein Geld, was ich wirklich besitze. Ja, ich will nicht einfach irgendwelche Geldversprechen von der Deutschen Bank haben, die nur deswegen überhaupt diese Versprechen noch machen kann, weil die Regierung wiederum gesagt hat, dass sie zur Not, wenn die Deutsche Bank ausfällt, wird sie dann schon irgendwie einspringen mit dem sagenumwobenen Einlagensicherungsfonds, der nur funktioniert, wenn ihn halt niemand nutzt. Da muss man schon das wirklich vergleichen und dann kann man sagen, das ist so ein bisschen wie erkläre Otto Normalverbraucher, der das Bankensystem oder das Geldsystem nicht verstanden hat, wozu Gold überhaupt irgendeinen Daseinszweck hat. Also das war ja, bevor es Bitcoin gab, gab es dieselben Gespräche mit Leuten, die halt, denen du erklären, ja, aber wäre schon ganz gut und klar kann Gold schwanken und die Zentralbanken können es verkaufen und es kann manipuliert werden, weiß ich was alles, aber trotzdem, es kann halt zum Beispiel nicht gefälscht werden, ja, und dieselbe Argumentation hast du eben auch bei Kryptos, also speziell bei Bitcoin. Ja, deswegen hatte ich das erwähnt. Mhm. Ja, das ist schon richtig. Ja, da kommen auch noch einige Punkte, die da zum Thema auf jeden Fall passen. Das nächste ist Fungibilität, also die Austauschbarkeit der einzelnen Einheiten. Das heißt, eine Einheit des Wertspeichers sollte der anderen Einheit dem gleichen Kurs entsprechen. Da würde ich sagen, gewinnt Bitcoin und Euro
ja, die sind da mehr oder weniger gleich auf. Und Gold ist natürlich problematisch, da es relativ leicht gefälscht werden kann. Aber im Grunde ist eine Unze Gold auch eine Unze wert. Ja, also ist gut. Einfach, so einfach ist Gold ist auch nicht zu fälschen. Hast du höchstens die Probleme, dass du halt, weiß ich, 50 Gramm Gold ist dann pro Gramm teurer als ein Kilo Barren oder so. Und bei Euro, man sagt es so, ja, klar, Logo ist ein Euro-fungibel, aber auch da in der Realität, also bei der letzten Finanzkrise, die wir vorhin hatten, da war ein Euro bei einer isländischen Bank, die dir ganz viel Zinsen aufs Tagesgeld versprochen hat, dann auf einmal nicht mehr dasselbe wie ein Euro bei irgendeiner deutschen Sparkasse. Also da war dann Theorie, ja, ja, klar, Logo sind die Euro überall gleich wert und so weiter, wurde dann in der Praxis schon auf die Probe gestellt. Und es war dann nicht ganz so sehr dasselbe. Während bei Bitcoin, ja, wenn auch wenn es irgendwelche, bei Bitcoin gibt es dann so Börsenhacks oder so, aber da verlieren dann vielleicht andere Leute ihre Bitcoins. Aber solange du da deine Keys hast, bist du eben dann nicht tangiert von solchen Geschichten. Ja, ja. Ja, richtig. Das ist ja auch der nächste Punkt, direkt die Überprüfbarkeit. Ja, die Überprüfbarkeit ist ja dann schon durch die Blockchain-Technologie gegeben. Da ja, wird, genau, ja, wird ja alles öffentlich mitgeschrieben. Jeder Rechner überprüft immer wiederum den anderen und ja, kann da quasi gar nicht zu Unstimmigkeiten, also massenweisen Unstimmigkeiten kommen. Also in der Praxis sieht das so aus, wenn du ein Bitcoin-Wallet hast und du kriegst eine Transaktion und da steht, du hast Bitcoin bekommen, dann stimmt das auch. Niemand kann dir Fake-Bitcoin senden. Ja. Es sei denn, jemand bietet dir Bitcoins an und sagt, lade dir dieses Wallet runter. Das könnte eine Fälschung sein. Das könnte so sein, dass jemand ein Fake-Bitcoin-Wallet macht und irgendwie eine eigene Blockchain aufgesetzt hat oder simuliert mit einer Node und dir dann angebliche Bitcoins rüberschickt. Also das ist schon wichtig, dass man ein vernünftiges Wallet hat. Da muss auch jeder sein Research machen. Es gibt aber viele vertrauenswürdige Wallets, von daher. Ich weiß nicht, was man ja, den Fall könnte ich mir aber auch beim normalen Bankensystem vorstellen, dass dir jemand irgendwie eine Webseite präsentiert und sagt, hier, guck, ich habe dir das so geschickt. Gib mir jetzt mal das Auto mit. Ja. Log dich hier mal ein und dann bekommt er da einfach irgendeinen Kontostand vorgegaukelt oder so. Aber ja gut, also das ist ja kein Problem von Bitcoin, dass man da jetzt betrügen kann. Ja, ich meine, in der Bitcoin-Szene oder sagen wir mal etwas erweitert in der Krypto-Szene ist es ja weniger der Fall, dass da jetzt Leute einem jetzt irgendwie einen gefälschten Bitcoin andrehen, in Anführungszeichen, sondern halt einfach ein anderes Projekt und dann dir erzählen, ja, das ist dieses oder jenes, ist aber sehr viel besser. Oder halt dann so Geschichten wie hier OneCoin, das war ja noch nicht einmal, da gab es ja noch nicht mal eine Blockchain dahinter, halt schlicht und ergreifende Schneeballsysteme und solche Geschichten gibt es dann. Aber du kannst keine Bitcoin-Einheit fälschen. Genau. Ja. Und die Teilbarkeit ist auch noch ein Punkt. Ich denke, Stellen nach dem Komma. Ja, da gewinnt Bitcoin auf jeden Fall. Wie viele Stellen nach dem Komma haben wir? 7? 8, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, ja. Also mein Taschenrechner auf dem Handy hat 8 Nachkommastellen, weil ich damit öfter mal was rechnen muss. Und ja, also Bitcoin hat 8 Nachkommastellen. Das heißt, selbst wenn 20 Millionen Bitcoins in einer Katastrophe ausgelöscht werden, reicht der letzte ein. Ah, nee, sagen wir sogar, alle werden ausgelöscht. Bis auf einen Bitcoin reicht dieser uns immer noch aus, um aus ihnen eine Wirtschaft zu betreiben. Ja. Das könnte man so sagen. Ja, Zahlbarkeit ist gegeben. Also haben wir gutes Geld oder? Wir haben noch 3 Punkte, finden wir es raus. Die Seltenheit. Dein Wertspeicher sollte kostbar und fälschungssicher sein. Er sollte ein rares Gut darstellen, welches nicht oft auf dieser Welt existiert. Und da gewinnt ja natürlich ganz klar Bitcoin. Etwas Selteneres als Bitcoin kann es nicht geben. Oder was würdet ihr sagen? Sehe ich auch so. Also du könntest ja nicht mal im Weltraum meinen, wie es jetzt bei Gold der Fall wäre oder so. Also die endliche Menge ist auf jeden Fall bei Bitcoin deutlich besser als bei Gold.
Und bei Euro und US-Dollar brauchen wir ja nicht drüber reden. Ne? Die Menge ist nicht endlich. Fall. Ist nicht selten. Diagnose Schwundgeld. Genau. Auch ein wichtiger Punkt, der das Vertrauen in die Währung bildet, ist natürlich die lange Historie. Was würdet ihr da sagen? Ist da Bitcoin auf einem guten Weg, sich diese zu erarbeiten? Das hört sich ein bisschen an, als ob diese Prioritätenliste jemand geschrieben hat, der unbedingt nur Gold als gutes Geld haben will. Weil Gold hat ja mit 2600 Jahren ungefähr die längste Historie als Währung. Aber ich denke, ich würde es schon als Indikator sehen. Also ja. Ich meine, den Punkt kannte ich jetzt noch nicht so in der allgemeinen Definition. Wir verfolgen ja die Entwicklung von Bitcoin alle drei schon relativ lang. Und wir wissen ja daher auch, was es da für interne Streitereien so gab. Solange halt klar ist, was der echte Bitcoin ist, kann sich ja dann so eine Historie bilden. Also ich persönlich bin ja eher kritisch, was das Ur-Bitcoin-Projekt, oder das heißt Ur, da geht es ja schon los. Es gibt ja für die es nicht wissen, es gibt ja Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi's Vision und dann gibt es natürlich alle möglichen Altcoins, Litecoin, Monero, Dash und so weiter, wie sie alle heißen, die ja im Grunde genommen im Wettbewerb stehen, also um die Position des besten Geldes. Also es ist im Grunde genommen ist es ein Hayek'scher Geldwettbewerb. Und die Frage ist, wird sich überhaupt eine dieser digitalen Währungen langfristig durchsetzen? Und jetzt sagen wir mal für langfristigen Zeitraum von 50, 100, 200 Jahren. Ich meine, wir alle werden 200 Jahre werden wir alle mutmaßlich nicht erleben. Ich hätte, also wenn man mir 2012, sagen wir mal, erzählt hätte, dass keine 10 Jahre später wir hier schon von mehreren, von Abermilliarden Market Cap reden, hätte ich gesagt, ja okay, da sind wir auf jeden Fall mal schon auf einem ziemlich guten Weg. Mhm. Und es gibt Bitcoin, trotz aller Forks und Streitereien, gibt es das Projekt immer noch. Also es ist also immer noch klar, was Bitcoin ist. Bitcoin BTC ist Bitcoin und alles andere sind Forks. Das ist schon mal, es hätte ja auch schlimmer laufen können für Bitcoin. Jetzt kommen wir wieder mit sehr vielen Fachbegriffen hier, ne? Also, ja. Ja. Also Forks sind quasi Gabelungen. Also man nimmt diesen Bitcoin und sagt so, nee, das und das gefällt uns daran nicht. Wir wollen das irgendwie anders machen und zum Beispiel irgendwie, dass mehr Coins produziert werden oder weniger oder genau, dass die Transaktionen schneller gehen oder sowas. Und dann bearbeitet man den Quellcode so, dass diese Sachen dann erfüllt sind und gabelt sich dann quasi ab vom normalen Bitcoin. Und dadurch entstehen dann so Sachen wie Bitcoin Cash zum Beispiel oder auch Litecoin, was auch eigentlich früher mal Bitcoin war, wenn ich mich nicht täusche. Und dadurch entstehen dann quasi mehrere Coins, aber dieser eine Strang, dieser Hauptstrang, sage ich mal, von Bitcoin, der geht halt weiter. Und bisher hat ihm keiner so richtig das Wasser reichen können. Also keiner dieser Forks, diese Gabelungen konnten da also jetzt irgendwie ihm den Rang streitig machen. Wir haben ja die Frage nach der Skalierung im Chat gehabt und damit es für die Leute auch verständlich ist, das hat genau damit was zu tun. Weil damals, ich weiß gar nicht, wann das eigentlich losging, die Debatte, also die, wie groß sind die Bitcoin-Blöcke im Moment? Immer noch 1 Megabyte, oder? Ja, genau. Und aber mit Segwit dann eigentlich in der Praxis irgendwie bis zu 4, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und also sagen wir mal 1 Megabyte-Blöcke. Und da passen halt bei 1 Megabyte passen nur so und so viele Transaktionen rein. Das sind im Moment sind es, glaube ich, kann Bitcoin 360.000 Transaktionen am Tag verarbeiten. Korrekt? Müsste also stimmen. Ich habe nicht die genaue Zahl, aber ja. So. Und da kann man sich ja ausdenken, okay, gut, also 360.000 am Tag, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel für die ganze Welt. Und
was gibt's da für Lösungen etc. pp. Und da hat sich halt innerhalb der Krypto-Community, sage ich mal, die ja nicht nur aus Bitcoin besteht, uns eben unterschiedlichste Lösungsansätze entwickelt. Und ich bin mal gespannt, was sich da durchsetzen wird. Also, aber ihr müsst sagen, wie tief wir da einsteigen, also auch mit Lightning Network. Ja, ich glaube, also ich glaube, von Bitcoin ist das schon relevant, das ganze Thema. Ja, da können wir dann nachher nochmal eventuell drauf eingehen. Also ich habe ja noch einen Punkt, die Zukunft der Kryptowährungen, und klar, Lightning Network ist jetzt schon Gegenwart, aber eigentlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik für den Endanwender. Ja, gab es denn noch einen Punkt, den... Ja, wir haben den letzten Punkt, und zwar die Zensurresistenz. Ich denke, das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Ich lese die Beschreibung dazu, um das ein bisschen besser sich vorstellen zu können. Wie schwer ist es für einen Staat oder ein Unternehmen, an dein Gut zu kommen? Dies ist die neueste der 8 Eigenschaften, die einen guten Wertspeicher ausmachen. Mit dem Aufkommen von einer immer mehr digitalisierten Welt folgt eine immer größere Überwachung. Daher benötigst du in der heutigen Gesellschaft zusätzlich ein zensurresistentes Gut. Mhm. Fabio, leg los. Du als Deutschlandflüchtling. Genau, Deutschland. Republikflüchtling in die Schweiz. Ja, also Bitcoin, würde ich sagen, ist zensurresistenter und auch für Grenzüberschreitungen besser geeignet als staatliches Fiat oder Edelmetalle in dem Fall. Also nehmen wir praktische Beispiele. Einmal der Grenzübertritt. Da gibt es verschiedene technische Lösungen. Du kannst ja deinen Key selbst im Kopf speichern. Das machen manche Leute. Manche stellen sich einen E-Mail-Account, wo sie das speichern, und merken sich einfach nur den Zugang. Ich würde sagen, das beste Beispiel für Zensurresistenz ist die Existenz von sowas wie Silk Road. Sowas ist weder mit Euro noch mit Gold oder sonst irgendwas möglich. Höchstens per Post. Du müsstest ja dann an irgendeine zentrale Stelle dein Gold dann per Post hinschicken. Aber ein Darknet-Market im Internet, wo auch wo Drogen oder sonstige Dinge da gekauft werden können, wo der Staat ist, die Geldüberweisung nicht stoppen kann. Sowas geht nur mit Bitcoin. Und Bitcoin kann auch nicht enteignet werden. Also vorausgesetzt, man hat nicht seinen Schlüssel irgendwo am Monitor kleben wie das Passwort, so mehr oder weniger. Also wenn da jemand bei dir einmarschiert, dann kann er das natürlich beschlagnahmen. Aber wenn du ja, den Schlüssel oder den Seed, das sind ja meistens dann mehrere Wörter, irgendwie 14 bis 18 Wörter oder so, die man sich merken muss, wenn man die jetzt nur im Kopf hat, ja, das bekommt man halt nicht mehr aus einem raus. So, also ich meine, also die absolute Zensurresistenz, also wir haben ja auch hier Kommentar vom Yannick, ich denke ehrlich, Bitcoin ist nicht zensurresistent gegen vollständiges Abwürgen. Klar, also auch bei Gold hast du ja unterschiedlichste Risiken. Ja? Du kannst, wenn du es im Schließfach hast, kann dort irgendwas passieren. Wenn du es zu Hause hast, kann da auch wieder irgendwas passieren. Ja. Du kannst Bitcoin was ich schon Stories gehört habe, auf welche unterschiedliche Art und Weisen die Leute ihre Bitcoins verloren haben, ist schon abenteuerlich. Also ja, da gibt es sehr, sehr, aber ich meine, das gehört zum Wesen von Geld dazu. Also wenn du etwas, was du nicht verlieren kannst, kann das wirklich Geld sein? Also Geld muss ja, es muss ja wehtun, wenn es weg ist, so, sag ich mal. Sonst, ja, im Prinzip schon. Also, sonst kann es ja kein Geld sein. Also Knappheit, ja. Das ist ja das Wesen von Knappheit. Das ist dann eben, ja, das ist halt eben knapp. Du musst drauf aufpassen, auf dein Geld. Und da sind wir auch sehr weggezogen worden durch das Fiat-Money-System, wo wir uns ja abspeisen lassen mit Versprechen auf gar nichts. Das ist das Bargeld.
Und wenn wir das auf ein Girokonto einzahlen, sind es Versprechen auf gar nichts. Aber ja. Wir können jemanden verklagen, wenn sie weg sind. Die Versprechen auf Versprechen auf gar nichts. Deswegen können sie ja beliebig wiederhergestellt werden. Naja, oder fast. Ja, Sämtchen, ich lese gerade noch ein bisschen im Chat, ja, vollständiges Abwürgen, das wäre ja jetzt im Prinzip sowas wie ein weltweites Verbot, Bitcoin anzunehmen, wobei dann hast du halt immer noch den Schwarzmarkt. Du könntest theoretisch, also jetzt, wo jetzt nicht nur unbedingt illegale Sachen zu kaufen und verkaufen sind, sondern könntest ja auch einen Schwarzmarkt mit, weiß ich nicht, Autos oder sogar Lebensmitteln machen, dass du sagst, ich akzeptiere Bitcoin. Also das Netzwerk kriegt man nicht tot, aber es kann natürlich erschwert werden, Bitcoin zu benutzen, wenn die Staaten alle sagen, okay, ist hier verboten. Du kannst es halt schon massiv zusammenschrumpfen. Ja. Also, wobei in der Praxis wird es ja eher subtil gemacht. Also speziell in den USA wird es ja dann erschwert, dass du zum Beispiel nicht wirklich damit einkaufen kannst, weil das dann jedes Mal irgendwelche steuerlichen Folgen hat. Also dann hast du es nicht wirklich verboten, aber als Geld eigentlich unbenutzbar gemacht. Weißt du, was ich meine? Also so wird es dann eher gemacht. Ja. Ja, und das Gleiche hast du halt auch mit Gold, ne? Also genau. Es gab ja schon mal Goldverbote und genau. Du musstest dein Gold dann beim Staat abliefern und hast dann dafür ein paar bedruckte Papierscheine gekriegt. Ja gut, wobei selbst wenn man das Internet kontrolliert, Bitcoin läuft ja auch übers Tor-Netzwerk. Von daher ist da meine Frage, wie gut sind die darin, das Darknet abzuwürgen? Ja, wie gesagt, der Schwarzmarkt, der kann ja weiterhin bestehen. Ja, also, das sowieso. Ich meine, wir haben einen Staat, in dem man überall illegale Drogen kaufen kann. Und die sind viel schwerer zu transportieren als Bitcoin. Von daher, ja, es ist lächerlich, es verbieten zu wollen. Natürlich können sie auf legalem Wege diesen Einstieg und Ausstieg aus dem Bitcoin ins Fiat-Geldsystem erschweren. Aber dadurch macht es den Bitcoin eigentlich nur attraktiver, weil ich kenne niemanden, der daran interessiert ist, komplett aus dem Bitcoin auszusteigen. Sondern manche Leute haben bestimmte Ausgaben, aber das sind auch die wenigsten, die wirklich irgendwie 100% im Bitcoin drin sind, die ihre Ausgaben von Bitcoin bezahlen müssen. Die meisten Leute sparen wirklich für eine super lange Zeit und haben auch vorerst nicht das Interesse auszusteigen. Und da geht es mir genauso. Ebenso, ja. Ja. Alright, ja, also, die Qualitäten haben wir durch. Das, also Fazit, das ist eigentlich ein ganz gutes Geld, oder? Also, es wäre dann schon mal auf jeden Fall ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Euro. Eben, ja, die ganzen Punkte, die wir jetzt durchgesprochen haben, das trifft auf den Euro fast alles nicht zu und auf den Bitcoin fast alles. Also, würde ich mal sagen. Das bisher vielversprechendste Experiment, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde auch sagen, Bitcoin ist jetzt dabei, sich eben diese Legitimität durch die Geschichte anzueignen. 10 Jahre existiert es schon in der Wildnis des Internets, nicht hinter irgendwelchen Firewalls auf zentralen Servern, sondern eigentlich angreifbar für jeden und beweist sich jeden Tag, dass es eben nicht so ist, dass man es abschalten kann. Von daher sehe ich da noch eine große Zukunft. Rückblickend, also wir haben ja noch die Zeiten erlebt, wo das fraglich war, ob Bitcoin überhaupt irgendeinen Wert hat, größer Null. Ja, also oder total. Also inzwischen ist es ja so, es ist ja eigentlich dass Bitcoin auf Null fällt, halte ich persönlich auch für undenkbar, weil zur Not kauft halt irgendein Sammler alle für 1 Euro pro Bitcoin auf oder so. Ja, also weil es schon so ein Kult und so eine, im positiven Sinne sage ich jetzt mal, also meinte ich jetzt nicht negativ mit Kult, also so eine Marke, so ein Brand, ja, Bitcoin ist auf jeden Fall etwas wert. Was genau, finden wir täglich aufs Neue raus, ja.
aber auf jeden Fall größer Null. Und das ist für das Projekt Bitcoin auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Also würde ich mal sagen. Und definitiv, ja. Der Manuel hat hier einen guten Kommentar geschrieben, Manuel. Ja. Mit Lightning kann man auch offline einen Haufen Transaktionen machen, die man dann später zum Chain committet. Insofern, die müssten nicht nur VPN zensieren, sondern auch jeden Grenzübertritt, Postsendungen auf Micro-SD-Karten prüfen und ähnliches. Ja, definitiv. Also Lightning funktioniert in dem Sinne, ist es keine Blockchain mehr, sondern er nimmt die Daten aus der Blockchain, die öffentlich ist, und bietet an, die Transaktionen auf einem neuen Level zu machen, also auf einer neuen Ebene außerhalb der Blockchain, und um diese dann später in einer großen Transaktion auszugleichen. Dadurch wird das Internet unnötig. Man könnte theoretisch Transaktionen über Bluetooth laufen lassen, wenn beide ein Lightning Wallet besitzen. Von daher eine völlig neue Strukturebene im Bitcoin selbst. Ja, also das wird super technisch. Ja, ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären, da ich das komplett technische Verständnis auch nicht habe, aber wir benötigen nicht unbedingt das Internet, um uns dann zu bezahlen. Und das geht dann auch viel schneller und braucht nicht die Bestätigung von der Blockchain selbst, die mehrere Stunden dauern kann. Mhm. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne gleich mal zur Nutzung von Bitcoin, was ja wahrscheinlich auch die meisten Leute irgendwie interessiert, die jetzt gerade neu einsteigen. Ich meine, so mit dem Technischen können die meisten sowieso nichts anfangen. Überkommen. Aber vorher hätte ich dann noch 4 Fragen aus dem Chat, die wir vielleicht noch irgendwie kurz beantworten können, damit wir die nicht verlieren. Let's go. Also erstmal nur eine Aussage von Manuel Barkau. Bitcoin in einer Brain Wallet ist mehr noch dein Eigentum als alles andere auf der Welt. Alles andere kann dir genommen werden, kann enteignet werden, kann zerstört werden. Ja, und das hatten wir ja eben schon mal gesagt. Ich fand die Aussage nur so richtig und gut, dass ich die nochmal vorlesen musste. Inwieweit darf der Staat in Bitcoin eingreifen? Bei Wikipedia steht, dass Bitcoin die einzige in Deutschland anerkannte Kryptowährung ist. Kann ein Staat also noch mehr eingreifen? Was würdet ihr sagen? Erstens, es ist meines Wissens, also man kann nicht sagen, dass Bitcoin die einzige anerkannte Kryptowährung ist. Die BaFin zum Beispiel, also die zuständige Anstalt, die betrachtet ja auch ICOs und Token und alles Mögliche. Also das stimmt so nicht. Ja, und wie siehst du das mit den Eingriffen des Staates? Was könnte da möglich sein? Können wir uns überraschen lassen. Theoretisch kann der Staat alles Mögliche machen. Also wir hatten eben schon mal gesagt, verbieten könnte er es theoretisch, also dass keiner Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen kann, dementsprechend auch Firmen dann nicht annehmen dürfen. Und dann theoretisch alles verbieten, ne? Außerhalb des privaten Marktes nichts damit anstellen kannst. Ne? Wir haben das alles. Es kommt auf den jeweiligen Staat an, ja. Es gab ja schon das Verbot in China, was jetzt irgendwie 30 Mal umgedreht wurde und wieder eingeführt wurde. Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist. Letztens habe ich mich über Russland informiert. Die meinen, die werden das konsequent regulieren, im Sinne von, sie legalisieren es, aber auf Gewinne wirst du dann wahrscheinlich irgendeine Steuer bezahlen müssen. Und soweit ich weiß, in Deutschland kannst du, wenn du deine Kryptowährung über ein Jahr hältst, sie steuerfrei wieder verkaufen. Ganz genau, ja. So von daher, wenn die Staaten da nicht wie jetzt in der Corona-Pandemie alle auf einmal in Panik gleichzeitig agieren und das mehr oder weniger als eine globale Lobbykampagne läuft, sehe ich da nicht viel Potenzial. Ja, gleichzeitig ist es viel Potenzial, weil wir eben genau das eben beobachten, zwar in einem anderen Feld. Von daher ist das eigentlich meine größte Sorge. Aber aktuell sind die da alle uneins und jeder schiebt eigentlich sein eigenes Programm und es bewegt sich eigentlich alles Richtung Regulierung, Legalisierung. Ja, und das wird ja tatsächlich sogar in der Trader-Bubble sogar begrüßt, weil Regulierung ist ja auch eine Art Anerkennung und vor allem
wenn der rechtliche Rahmen gesetzt ist, dann können auch größere Institutionen einsteigen und damit dann auch den Preis in die Höhe treiben. Ne? Ja, also was ich vorhin mal, nur zur Klarstellung, ich meinte nur das Theoretische. Also ich sehe da im Moment auch überhaupt keine Wahrscheinlichkeit, dass da in Europa großartig irgendwas verboten wird. Sondern bin auch der Meinung, ja, reguliert und auch die Infrastruktur, also dass jetzt zum Beispiel Fonds investieren können, das sind alles positive Folgen der Regulierung. Also tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, welche Startups es waren, aber dadurch, dass die Blockchain an sich ein großes IT-Thema ist, das alleine verleiht dem Bitcoin schon mehr Legitimität oder Akzeptanz, weil auch die IT-Tech-Sphäre eben einen großen Einfluss hat. Und es steigen tatsächlich viele Unternehmen jetzt auch in Bitcoin ein, zu den aktuellen Preisen. Das letzte Unternehmen hat irgendwie, glaube ich, in Höhe von 50 Millionen Dollar Bitcoin eingekauft. Und mit Aussagen von wegen, die wollen es tatsächlich behalten und spekulieren eben auf einen langfristigen Verlauf von Bitcoin. Ja. Damit hätten wir eigentlich auch die nächste Frage schon geklärt. Und dann hätte ich noch eine, die dann wieder ein bisschen technisch ist. Wie kann man davon ausgehen, dass ein Seed, also quasi diese Wörter, um dann damit seinen Schlüssel zu generieren, nicht doppelt kreiert wird? Also, dass ein Seed nicht doppelt durch Zufall generiert wird. Aber ich glaube, da hattet ihr auch schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, oder habe ich im Chat gelesen, ich weiß es nicht mehr, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, 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 sehr gering. Also, genau, also soweit ich meine, es ist ja genau dasselbe, könnte ja auch mit einem Private Key passieren. Theoretisch ist es ja nicht ausgeschlossen, dass ein Private Key zweimal vergeben wird. Ja. Aber es ist so unvorstellbar, also für mich ganz persönlich, unvorstellbar, unwahrscheinlich, dass es halt ja offensichtlich irrelevant ist für die Praxis. Also eine qualifizierte Antwort kann ich da auch nicht geben, müsste ich nachreichen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, was ich sage, aber ich meine, ich hätte mal irgendwo gehört, es gibt so viele Private Keys, wie es Atome im Universum gibt. Also das wäre jetzt schon ziemlicher Zufall, wenn da zwei Leute auf der Erde den gleichen finden oder den gleichen generieren. Und selbst wenn es nicht Atome im Universum sind, weiß ich nicht, Sandkörner in der Sahara oder so, gibt es ja auch genug. Also. Ich meine, das mit den die Seeds, dieselben Seeds, ist wahrscheinlich deutlich wahrscheinlicher. Wobei, es kommt ja auch auf die Wallets an. Also jede Wallet, oder nicht jede, aber manche haben 24 Wörter, manche nur 12. Die Buchstabenlänge ist da wahrscheinlich auch noch wichtig. Und ich vermute mal, so ein Seed von, sagen wir mal, einem Trezor Wallet, den kannst du nicht einfach einlesen in irgendeine andere Wallet, nehme ich mal an. Aber das weiß ich auch nicht genau. Meines Wissensstands nicht, nee. Nun gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir ja eigentlich zum Spannenden. Nach einer Stunde kommen wir jetzt zu dem Spannenden. Was die Leute, die ich gefragt habe, so interessiert. Also wir sind jetzt gerade mal irgendwie bei der vierten Frage, so mehr oder weniger. Wie kann man Bitcoin verwenden und verwahren? Also ich meine, wir haben das Wort Wallet jetzt schon mehrfach erwähnt. Also quasi diese digitale, in Anführungsstrichen, Geldbörse, wo dann die Schlüssel drin aufbewahrt werden. Für die Bitcoins und das ist eigentlich im Prinzip auch eine ganz gute Metapher. Man hat seine Coins so in seinem Geldbeutel mehr oder weniger und das kann halt eine App sein, das kann auf dem PC irgendwie was sein, das kann auch auf Papier ausgedruckt sein, was man mit sich schleppen kann. Und da wollte ich fragen, habt ihr irgendwie eine Empfehlung, wobei mit Empfehlungen ist man ja eigentlich immer ein bisschen vorsichtig, aber was ist so die praktikabelste oder beste Wallet so für einen Einsteiger,
wer jetzt sagt so, ey, ich will mir mal ein Bitcoin kaufen und das dann irgendwie auf meinem Handy oder so speichern. Also, sobald man sich ein Bitcoin kauft, sagen wir beispielsweise auf einer Börse wie Binance, was du machen musst, ist dorthin Geld überweisen, dann bekommst du dort auf der Plattform die Bitcoins gutgeschrieben. Und was viele Leute tun, um schnell verkaufen zu können oder traden zu können, weil sie denken, sie können dadurch mehr Bitcoins generieren oder mehr Geld machen, ist, dass sie es dort lassen. Dort hat man keine Kontrolle über die Bitcoins. Falls die Börse pleite geht oder was auch immer sie mit deinem Geld macht, im Endeffekt vertraust du der Börse, dass sie dir dein Geld zurückgibt. Wenn du dein Geld wirklich, deine Bitcoins selber haben willst, dann benötigst du entweder eine App oder, ja, im Endeffekt eine App ist das Praktikabelste, die du entweder auf dem Handy oder auf dem Desktop-Computer hast oder auf dem Laptop, wo auch immer. Und ja, du verwendest die Adresse im Wallet, um das rüberzuschicken und verwahrst es dort. Die App gibt dir meistens eine Möglichkeit, den Zugang zu deinen Bitcoins wiederherzustellen, indem sie dir 16 zufällige Wörter gibt, die du dann dir merkst, aufschreibst, wie auch immer du sie versteckst. Ja, das ist im Endeffekt deine einzige Möglichkeit, dein Geld wiederzubekommen, falls der Träger deines Keys kaputt gegangen ist oder verloren gegangen ist, was auch immer. Mhm. Von der Wallet kannst du Geld empfangen und senden, wie du willst. Eine Transaktion dauert zwischen 20 Minuten und mehreren Stunden, je nachdem, wie ausgelastet das Netzwerk ist. Und es ist eigentlich praktikabler als ein Konto. Ja, du kannst dann halt auch, wenn du jetzt irgendwie deinem Kumpel dann mal irgendwie was mit Bitcoin bezahlen willst oder so, einen QR-Code auf dem Handy anzeigen lassen und dann scannst du den nur mit dem anderen Handy, gibst dann den Betrag ein, kannst du sogar in Euro oder Dollar eingeben und dann wird dann quasi die entsprechende Menge Bitcoin dann rübergeschickt. Ja, genau. Also du musst hier nicht die IBAN aufschreiben und dann die BIC dazu schreiben, dann dir einen Verwendungszweck ausdenken und ja, das entfällt alles. Es ist auf jeden Fall sehr praktikabel. Ja, habt ihr da jetzt irgendwie eine Empfehlung, so was man so als Einsteiger nutzen kann? Ich habe jetzt gerade eben im Chat schon Exodus als Wallet. Also ich werde alles, was wir jetzt hier so erwähnen, werde ich auch nochmal als Link in die Videobeschreibung packen, damit ihr das nochmal findet. Also die Exodus Wallet benutze ich halt selbst, weil da halt auch nicht nur Bitcoin, sondern halt auch andere Coins drin gespeichert werden können oder andere Schlüssel dafür gespeichert werden können. Und die nutze ich auch. Die kannst du übrigens auf dem Handy und auf dem Desktop und das dann synchronisieren. Das finde ich auch ganz cool. Ja, genau. Ja, die habe ich auch eine Zeit lang verwendet. Ich habe auch Gutes über die Samurai Wallet gehört. Die ist Bitcoin-only, oder? Ja, die ist aber Bitcoin-only, macht es aber wirklich schwierig, an die Bitcoins ranzukommen. Und du kannst es dann irgendwie, du kannst ja auch irgendwie verschlüsselt oder irgendwie anonymisiert Bitcoins dann verschicken, oder? So. Genau, die hat noch eigene irgendwie technische Lösungen, wie sie da noch für ein bisschen mehr Privacy sorgt. Mhm. Also auf dem Handy, auf dem Handy, und ich spreche jetzt von Android, aber es müsste auch auf iPhone gehen, finde ich Edge ziemlich gut. EDGE. Die hießen, ich weiß gar nicht mehr, wie die früher hießen, aber da habe ich auch den Gründer, Paul Puey, den habe ich mal kennengelernt. Also die halte ich auch für vertrauenswürdig. Funktioniert sehr gut. Mhm. Und generell sollte man sich überlegen, für größere Summen vielleicht ein Hardware-Wallet, kann man sich vorstellen wie so eine Art USB-Stick, der so geschützt ist, dass ein Hacker nichts damit anfangen kann, wenn er den einfach findet. Und der ja nicht mit dem Internet verbunden ist normalerweise, also deswegen auch nicht gehackt werden kann. Also Trezor und Ledger sind da die zwei Marktführer. Ich finde, der Philosoph hat uns hier noch eine gute Erklärung geliefert, warum Seeds oder Keys nicht doppelt generiert werden. Er meint, der Algorithmus hat eine Quellzahl. Für jeden neuen Key wird diese Quellzahl somit ist jeder Key einzigartig. Ja,
eigentlich auch eine ziemlich simple Lösung. Ja. Fabio, soll man einen Krankenwagen rufen? Ja, zu tief gedampft. Ach so, ja. Das kenne ich. Ich vape hier nebenher und habe zu tief eingevaped. Mhm. Ja, im Prinzip haben wir damit Verwendung und Verwahrung. Also, wie gesagt, aus diesen Wallets raus schickst du dann an andere Leute deine Coins und kannst welche bekommen. Und wie gesagt, ich werde die dann auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, die wir jetzt gerade genannt haben. Ja, und das ist halt kein Hexenwerk. Das ist halt eine App installieren. So, dann wird alles, der Key wird erzeugt. Dann könnt ihr euch anzeigen lassen. So eine Backup-Phrase quasi, das ist dann dieser Seed. Das ist dann, wie ihr schon sagtet, so 14 bis oder 12 bis 28 Zeichen, Wörter, nicht nur Zeichen. Und die kann man sich dann irgendwo aufschreiben, falls das Handy mal kaputt geht oder verloren geht oder so, dass man dann auf dem neuen Handy diese Wallet wiederherstellen kann. Und das ist eigentlich sehr praktisch und einfach gehalten. Also an der Wallet sollte es, glaube ich, nicht scheitern, Bitcoin wenigstens zu verwahren und zu halten. Ja, dann hätte ich noch, wie viel Verwaltungsaufwand hat man beim Anlegen oder Verwenden? Es ist jetzt eine Frage, mit der ich, also die ich bekommen habe, aber jetzt nicht so viel anfangen kann. Also ich Verwaltungs- finde die Frage gut. Du findest die Frage gut? Kann man gut mit einer Aktienanlage vergleichen. Mhm. Also welcher Verwaltungsaufwand ist im Endeffekt, da muss ich sofort dran denken, wenn ich ein Aktiendepot aufmachen will, muss ich ja das komplette KYC machen, Bankhandelskonto bei einer Bank öffnen lassen, ähnliches, dauert teilweise Wochen. Beim Bitcoin-Kauf, der legal verläuft und auch eine Börse, die dann KYC macht, verläuft es ja ein bisschen ähnlich, in dem Sinne, dass man sich dann mit Ausweis registriert, Adresse und ähnlichem, verläuft am meisten schneller, weil die dann nicht ein komplettes Konto öffnen müssen, sondern nur bei sich eben diese KYC einmal mitmachen. Dann überweist man das Geld, bekommt die Bitcoins und dann ist halt die einzige Frage, die läuft, was man steuertechnisch macht, falls man die Bitcoins im gleichen Jahr nochmal verkauft oder wenn man Daytrading betreibt. Aber das ist eigentlich eine andere Frage, die geht vielleicht über das Aktuelle hinaus. Aber rein technisch musst du eben einmal KYC durchlaufen, bei der Börse deiner Wahl Geld überweisen, Bitcoins bekommen und dann auf deinem Wallet speichern. Und das ist eigentlich der gesamte Aufwand. Ja. Ja, also, theoretisch, was halt cool wäre, ich musste das auch gerade hier an die Memes von der libertären Jugend auf Twitter denken. Also so war das auch früher eigentlich auch mal im Entstehen und ich hoffe, das wird auch wieder ein bisschen aufflackern in der Kryptoszene, ob Bitcoin oder die anderen. Dass man zum Beispiel halt, wenn ein Kumpel hat halt schon so einen Zugang, dann kann man ja auch untereinander die Kryptos möglichst oder man zahlt sich gegenseitig mal auch in Krypto, um das Ganze dann auch wirklich zu verwenden. Leider wird es ein bisschen, also das ist ein Kritikpunkt an Bitcoin, es hat sich leider ein bisschen zu sehr etabliert dieses Jahr, HODL. Wir halten jetzt alle unsere Bitcoins bis zum Nimmerleinstag, weil die irgendwann mal ganz viel Euro wert sein werden. Was nicht wirklich, das ist so, wie ich damals Bitcoin halt erklärt bekommen habe. Also das war nicht Sinn der Übung, dass die da immer nur rumliegen, die ganzen Bitcoins. Ja, genau. Und man will es eigentlich auch verwenden, ne? genau. Also ja. Ich denke, da brauchst du die richtige Philosophie. Und zwar wollen wir ja, dass unsere Freunde auch alle Bitcoin haben. Aber wir wollen unsere Bitcoin den Großunternehmen zum höchstmöglichen Preis verkaufen. Also es geht nicht darum, mit Bitcoin bei Amazon einzukaufen, sondern dafür zu sorgen, dass alle um einen herum zumindest ein bisschen Bitcoin haben und wissen, wie es funktioniert. Und das sind, ich meine, weißt du, es ist jetzt mal ein Praxisbeispiel auch zum Thema Regulierung. Ich habe das noch damals erlebt mit Local Bitcoins, was ja bis heute ja an sich ein recht bekannter Name ist, als es noch in Deutschland problemlos möglich war. Da wurde das als Plattform genutzt, da stand dann drin, ja, in München
habe ich damals gewohnt, gibt es irgendwie 10 Leute, die irgendwie Bitcoin kaufen und verkaufen. Dann triffst du dich mit denen irgendwo am Marienplatz oder am Hauptbahnhof und kannst für 500 Euro oder was da irgendwie Bitcoin gegen Bargeld anonym tauschen. Und dann hat aber die BaFin damals gesagt, ich kenne die Gründer von Local Bitcoins aus Finnland. Die haben dann einen Brief bekommen von der BaFin, ja, also was ihr da macht, das betrachten wir als Anlagevermittlung, weil da irgendwie, und deswegen braucht ihr eine Erlaubnis hier in Deutschland. Und dann haben die Jungs in Finnland sich halt gedacht, na gut, okay, dann nehmen wir halt Deutschland von der Karte, ja. Und schwupps, konntest du auf der ganzen Welt Local Bitcoins verwenden, außer in Deutschland und in Nordkorea so ungefähr. Ja. Kann man noch so? Ich habe schon lange nicht mehr drauf geschaut, aber soweit ich weiß, kannst du da keine. Wobei, also inzwischen sind die auch, inzwischen ist die ganze Reguliererei auch in Finnland angelangt. Also ich glaube, du musstest sowieso KYC machen, auch bei Local Bitcoins, aber früher ging es ja ohne KYC. Das ist ja dann ein fantastischer Zusatzverdienst für Drogendealer. Yannick hat gerade noch im Chat geschrieben, naja, Gold liegt auch meistens einfach nur rum. Meiner Ansicht nach ist an HODL nichts wirklich verkehrt, mindestens so lange, wie wir halt das Staatsgeld noch haben. Nicht ja. Hier. Ja, mein Geld, es bleibt natürlich jedem selber überlassen, ob er sein Geld ausgibt oder spart. Also ich habe ja auch richtig, nichts gegen Sparen. Aber es, sagen wir mal, wenn 50-50 das Richtige wäre, haben wir uns halt ein bisschen arg wegbewegt. Jetzt so, wenn ich so zurückblicke, wie das alles losgegangen ist. Weißt du, früher haben wir uns noch gefreut, hey geil, jetzt kannst du irgendwie Alpaka-Socken oder sonst oder eine Pizza oder was weiß ich, was kannst du jetzt mit Bitcoin kaufen? Das ist ein bisschen im Hintergrund. Also die Angebote sind jetzt nicht so sehr viel größer geworden. Und ja. Ich hoffe, das wird wieder mehr. Ja, ich denke, der Appell ist ja auch ein bisschen, eine Bitcoin-Wirtschaft unter sich aufzubauen und eben die Leute auch, die sich im Netzwerk bewegen, zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, irgendwie ein Geschäft rauszumachen. Genau. Also nochmal zu dem Anmelden bei so einer Börse oder bei so einem Händler. Also die Verifizierung, die ja mittlerweile in Deutschland auf jeden Fall verlangt ist, die läuft meistens dann über eine Handy-App ab. Dann hält man da irgendwie seinen Ausweis da irgendwie vor und hat sich da dann irgendwie schön spiegelt und sagt irgendwie dreimal ja und dann ist diese Verifizierung auch durch. Das ist meistens eine Sache von wenigen Minuten. Also der Aufwand, da jetzt irgendwie was zu kaufen, ist sehr gering. Also ich glaube, eine Bankkontoeröffnung dauert länger. Ja, das auf jeden Fall. Und du machst es ja auch nur einmal. Ja, außer man ist bei verschiedenen Börsen, ne? Ja. Es gibt ja, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der so irgendwie bei 5 oder 6 Börsen angemeldet ist. Aber ja, muss man ja nicht, ne? Locker, ja. Ja. Soweit ich weiß, macht Binance auch noch Kontoeröffnung komplett ohne KYC, aber du kannst dann keine Bitcoins für Euro kaufen, sondern deine Bitcoins in andere Währungen tauschen. Aha, okay. Genau. Ja, da werden wir auch noch. Krypto-zu-Krypto-Lösung gibt es immer noch ohne KYC, aber sobald Fiat Money involviert ist, ist eigentlich, wüsste ich es nicht, wo es noch ohne KYC geht. Privat halt. Ja, genau. Genau. Wobei, da machst du es ja auch. Du siehst dich ja direkt Auge in Auge, nur dass du es nicht dokumentierst. auf dem MLPD-Schwarzmarkt. Genau. Wir brauchen viel mehr MLPD-Leute, die Bitcoin haben oder andere Kryptowährungen, damit man da mal ein bisschen mit denen zusammenhandeln kann. Ja, da wären wir ja eigentlich auch schon beim nächsten Punkt. Wo kann man Bitcoin kaufen und verkaufen? Habt ihr da irgendwo eine Anlaufstelle, wo ihr sagt, so ja, da habe ich gute Erfahrungen gemacht? Bitcoin.de aus Loyalität war die erste Börse, wo ich einen Account aufgemacht habe. Ich halte die für sehr vertrauenswürdig. Coinbase nutze ich persönlich nicht, habe ich aber nur Gutes gehört. Kraken natürlich,
Das ist auch die liquideste Börse. Also es, Bitcoin.de ist technisch gesehen gar keine Börse, sondern eine Handelsplattform. Und Kraken ist die Börse Fiat, wenn es um Fiat geht. Also Binance ist die größte Kryptobörse, aber speziell für den Euro-Raum ist, denke ich mal, Kraken die Messlatte, was auch die Qualität angeht, wo man bei Bitcoin.de zum Beispiel, ich stimme zwar auch zu mit Not Your Key, Not Your Coins, aber bei Bitcoin.de zum Beispiel hättest du jetzt seit 2013 da ein Bitcoin liegen haben können und es wäre dir nie irgendwas passiert. Ja. Muss man auch mal sagen. Zumindest historisch sicher. Man weiß halt nie, was in der Zukunft ist, aber ich glaube, die sind auch relativ weit reguliert in dem Sinne, dass sie für Sicherheit sorgen, weil die sind ja in Deutschland tatsächlich ansässig und da passen die schon auf, ne? Also ich hätte so eine kleine Empfehlung quasi, also ich kaufe meine Bitcoins und andere Coins mittlerweile hauptsächlich über bitpanda.de. Das ist halt eine österreichische Firma, heißen die, ist es bitpanda.de, nicht, dass ich die Leute jetzt auf eine Scam-Seite locke. Moment, doch, bitpanda.de ist es. Das ist eine österreichische Firma. Es ist nicht bitpanda.de. Also, alle wieder zurück. Es ist bitpanda.com. eine österreichische Firma, die halt an private Endkunden Bitcoins verkauft. Ich weiß nicht, wie die da rankommen. Wahrscheinlich handeln die das dann selber über diese Börsen. Oder haben vielleicht was auf Halde liegen, aber das glaube ich eher weniger. Und da kann man halt mit Überweisungen zahlen und mit EC, nee, wie heißt das? Ja, Sofortüberweisung, EC Cash oder wie nennt sich das? Auf jeden Fall im Prinzip man wie eine ganz normale Überweisung oder wie Sofortüberweisung oder EC-Zahlung im Netz kann man da relativ flott seine Coins kaufen. Benutze ich seit Jahren, habe ich echt gute Erfahrungen mitgemacht. Bieten auch eine eigene Wallet an, wobei da halt auch wieder die Sache ist, ne? Nicht deine Keys, nicht deine Coins. Also man möchte doch lieber seine Schlüssel selber halten und nicht bei einem Unternehmen liegen haben. Das ist ja dann quasi der gleiche Fall wie jetzt, die Euros auf der Bank liegen zu haben. Da muss man der Bank vertrauen, dass die damit nichts Dummes anstellt. Also bitpanda.com finde ich gar nicht so verkehrt. Ist auch sehr einsteigerfreundlich. Die haben auch irgendwie eine App. Wollte ich gerade sagen, also ich nutze die schon auch. Also einsteigerfreundlich sind sie auf jeden Fall. Wahrscheinlich einfacher als auf Bitcoin.de und Kraken, weil es gibt ja gar kein Orderbuch bei denen. Ja. Für Anfänger du kriegst halt einen Preis, wo du für kaufen und verkaufen kannst, ja, und dann machst du das halt. Du musst dich nicht mit irgendwie anderen Leuten rumschlagen oder irgendwie bei dem irgendwie einen halben kaufen, da einen halben und hier 0,0073. Du gehst zu Bitpanda hin, sagst hier, ich habe Euros, gib mir Bitcoins, das ist super praktikabel. Genau. Ja. Gut. Nächste Frage wäre, wenn ich jetzt Bitcoins hätte, wo kann ich die denn dann tatsächlich als Währung verwenden? Oder wo kann ich damit was kaufen? Habt ihr da Anlaufstellen? Also man kann zumindest jedes Essen bestellen. Ich weiß nicht, ob es in jedem Gebiet in Deutschland möglich ist, aber ich kann auf Lieferando Essen für Bitcoins bestellen. Von daher steht mir eigentlich, akzeptiert jedes Restaurant bereits Bitcoins. Ja, also im ländlichen Bereich jetzt nicht jedes dann, ne? Weil die sind nicht alle bei Lieferando. Ja, aber gut, du brauchst eigentlich nur diesen Drittanbieter, der bereit ist, die Transaktion über sich laufen zu lassen. Ja, genau. Und ja, das ist eigentlich das Interessante. Du brauchst nicht darauf warten, dass das Restaurant aktiv Bitcoins annimmt. Es kann auch ein Drittanbieter dazwischen gehen, genauso wie bei Amazon. Da gibt es auch Drittanbieter, die für dich bestellen und du schickst ihnen die Bitcoins und sie schicken Amazon die Dollars. Genau, ja.
Ja, Lieferando ist auf jeden Fall. Letztens sagte noch einer irgendwie so, ja, sobald ich mir meine Pizza mit Bitcoin bezahlen kann, dann beschäftige ich mich mal damit. Und ich sag so, das kannst du seit 2 Jahren oder 3 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange das bei Lieferando schon geht. Es geht also, schon länger. Ja. Also die sind auf jeden Fall wahrscheinlich auf dem deutschen Markt so der größte Anbieter, der das, der Bitcoin-Zahlung direkt annimmt. Ja, sonst kenne ich auch nicht so viele Plattformen. Du kannst über Gutscheine, du kannst alle möglichen Gutscheine mit Bitcoin kaufen, über Seiten wie BitKu und darüber dann alles Mögliche einkaufen. Über eine Seite wie Shop in Bit kriegst du über den neuesten Service, den die haben, wie nennen die das, Concierge Service, kannst du dir theoretisch ab gewissen Mindestbestellmengen ja, eigentlich einkaufen, was du willst. Ich wüsste jetzt gerade nicht so eine Infoseite, wo man, aber kann man Google, ja, vielleicht finde ich noch eine, die ich verlinken kann. Also ich habe tatsächlich schon mal meinen Wäschetrockner mit Bitcoin bezahlt. Also jetzt auch halt über einen Umweg, über einen Amazon-Gutschein. Und dieser Wäschetrockner ist nach heutigem Stand sehr, sehr, sehr teuer gewesen. Aber ja gut, das ist halt, ne, wenn du nicht hältst, sondern das auch mal benutzt, ja gut, dann kriegt man halt den damaligen Preis so und dann darf man den jetzt nicht hinterher heulen, so heute wäre der Wäschetrockner aber 2000 Euro wert. Ich bin ja so ein bisschen, ideologisch etc. Also ich sehe das so ein bisschen als Bewegung und deswegen, ich finde, das Motto sollte nicht HODL sein, sondern Spend and Replace. Also ja, genau. Versuch die Bitcoins auch wieder auszugeben und kauf sie halt danach in Gottes Namen, damit das auch, weißt du, damit die Einzelhändler auch merken, hey, da ist jetzt schon wieder einer, der mich gefragt hat, ob er hier mit Bitcoin oder mit Kryptos zahlen kann. Ja. Leute müssen es auch nutzen wollen, ja. Ja, eben, ja. Die beste Methode, das irgendwie an die Händler zu bringen, dass man auch mal was damit kaufen kann, ist die Leute oder die Händler anzusprechen und zu sagen, ey, kann ich hier auch mit Bitcoin bezahlen? An der Stelle macht einen Tipp. So war das ja früher. Ja. Und zu den guten alten Bitcoin-Zeiten. Ich wollte dieses mit Refuel, es macht auch nicht viel Sinn, einmal viele Bitcoins zu kaufen, sondern gerade wegen der Volatilität und Vorhersehbarkeit des Preises will man ja irgendwie einen guten Durchschnitt raus haben. Genau. Was viele machen, ist Dollar-Cost-Averaging, dass sie einen festen Betrag entweder jede Woche, jeden Monat oder alle paar Monate kaufen, wie auch immer es einem am besten gefällt. Aber dadurch bekommst du eben auch einen guten Durchschnitt, sodass, wenn er hochgeht, kaufst du ein bisschen mehr, kaufst du ein bisschen weniger. Wenn er gerade tief ist, kaufst du ein bisschen mehr. Also das ist auch die beste Strategie, um dann nicht enttäuscht zu sein, falls man irgendwie bei 17.000 eingestiegen ist und der ist dann wieder gefallen um 30-40%. Und da bietet sogar Bitpanda, das hört sich jetzt ein bisschen wie Werbung an, aber die bieten sogar wie nennt sich das? Sparverträge an? Wie nennt sich denn das? Jetzt habe ich Wortfindungsstörung. Jedenfalls, du schickst dann da irgendwie 100 Euro hin und sagst denen dann, ja, kauf mir jeden Monat am 1. für 10 Euro Bitcoin. Ein Sparplan, genau. Ja, genau, Sparplan, ja. Sparvertrag, hatte ich jetzt gesagt, ja. Also die bieten sogar Sparpläne an. Ja, mach mal einen Link, dann gucke ich mir das auch mal an. Wie gesagt, bitpanda.com ist das. Ich schick's hier direkt mal in Voice-Bin-Chat. Ich schicke es auch direkt mal in den Live-Chat, falls sich da jemand mal das ansehen möchte. Also es gibt zum Kaufen und so als Anlage zu benutzen und ja, schon echt gute Möglichkeiten, die auch immer attraktiver werden. Im Prinzip kommen wir schon jetzt fast zur nächsten Frage, also die ich eigentlich als Frage formuliert habe. Ich habe es eigentlich als Aussage bekommen. Warum gibt es eigentlich keine EC-Karten, wo ich dann mit Bitcoin bezahlen kann? Und da muss ich ja sagen, die gibt es ja tatsächlich. Momentan zwar häufig Karten, also man lädt quasi dann, man schickt
die Bitcoins an diesen Kartenanbieter. Der wandelt die dann quasi in Euro um oder speichert die Bitcoins erstmal und wartet dann darauf, dass man sagt, wandelt die jetzt in Euro um. Und dann kannst du halt quasi mit den Euros zahlen. Toller wäre es natürlich, wenn man seine Bitcoins dahin schickt und erst mit der Kartenzahlung wird dann von Bitcoin zu Euro umgewandelt. Wäre auf jeden Fall praktischer, aber sehr viele Anbieter machen das noch nicht so. Ich glaube, Nblee-Card nennen die sich, die wollen das demnächst umsetzen. Aber so kann man im Prinzip sagen, okay, man schickt sich dann irgendwie einmal im Monat, Anfang des Monats, weiß ich nicht, Betrag X dahin, lässt es dann umwandeln und hat dann quasi ja den Euro-Betrag statt der Bitcoins. Also im Prinzip ist es auch nichts anderes als ein Verkauf und du hast dann das Geld auf deiner Kreditkarte. Mhm. Aber es gibt halt auch an, ich glaube, Bitwala war das. Da kannst du dann quasi deine Bitcoins da hinschicken und sagst dann in der App so, ja, wandel mir jetzt mal 100 Euro von meinen Bitcoins in 100 Euro um und kannst dann quasi 2 Minuten später damit mit der Karte bezahlen. Also du könntest, es funktioniert dann noch nicht so ganz, ganz automatisiert, aber theoretisch kann man halt Bitcoins halten, also sein gesamtes Geld, was man im Monat ausgibt, in Bitcoins halten und dann sagen, okay, jetzt gleich will ich irgendwas bezahlen, das kostet 100 Euro und wandle die 100 Euro jetzt dann um und bezahle dann mit der Karte. Also dadurch, also es ist natürlich keine Zahlung in Bitcoin, also man bezahlt nicht mit Bitcoin, man bezahlt weiterhin mit Euro. Aber man ist halt ja nicht daran gebunden, Euros zu halten. Man hält dann halt Bitcoin. Und das finde ich schon ganz praktisch. Weil für den, wenn man online unterwegs ist, also jetzt nicht im Einzelhandel irgendwo in der realen Welt, sage ich mal, da kann man, finde ich, kann man schon auch irgendwie gucken, dass man eben speziell Unternehmen findet, wie zum Beispiel hier Shop-in-Bit, die sich darauf spezialisiert haben, auch Bitcoin anzunehmen, dass man also nicht eben den Umweg über eine Kreditkarte, weil die Kreditkarte ist ja, wenn dann hier mit dem direkten Umlauf, ist ja wahrscheinlich dann sowieso eher im Einzelhandel und nicht online dann. Ja, genau, ja. Das würde man dann im Einzelhandel vor Ort lokal benutzen, ja. Ich persönlich wüsste nicht, wieso man eigentlich eine Kreditkarte haben wollen würde, weil ich auch einfach denke, wir sollten das Bargeld noch irgendwie versuchen zu stärken, solange wir es noch haben. Und wenn man dann in Fiat einkaufen geht, dann schon lieber in Bargeld, weniger nachverfolgbar, dann nutzt man auch eben die besten Eigenschaften des Bargelds. Und die eine Transaktion auf die Börse zu machen und sich das Geld aufs Konto zu überweisen und abzuheben, ich finde das nicht umständlich genug, sodass sich dann eine Karte wirklich lohnt. Und Kreditkarten werden auch ständig irgendwie Daten geklaut, das wird betrogen. Weiß nicht, ob deswegen, ich habe bei Kreditkarte auch sofort an online gedacht, weil ich nutze Kreditkarte nur für Online-Geschichten, die halt eben anders nicht gehen oder halt sehr viel einfacher sind dann mit Kreditkarte. Aber jetzt nicht im Laden. Nee, gut, das war halt einfach, weil, warum es halt keine EC oder Kreditkarten gibt, so war halt die Frage. Und die gibt es im Prinzip, nur man zahlt halt in Euro und nicht in Bitcoin. Und es wäre natürlich schon schön, wenn die Shops und also sowohl online als auch offline direkt Bitcoin akzeptieren würden. Aber ich sag mal, man ist halt, selbst wenn man Bitcoin hält, ist man jetzt nicht unbedingt daran gebunden, dass man jetzt irgendwie dann noch das dann irgendwo auszahlen lässt. Dann dauert vielleicht die Banküberweisung von der Börse oder so nochmal einen Tag oder so. Man ist damit halt schon etwas flotter unterwegs, so wenn man schnell mal was zahlen will. Also das ist Tipp, wer ein Konto hat bei der Fidor Bank und das dann zum Beispiel mit seinem Bitcoin.de-Konto verbindet, der hat eigentlich sowas Ähnliches dann auch. Mhm. Weil die von Fidor zu Fidor geht es ja real-time. Und dann kannst du eben bei Bitcoin.de übrigens auch bei Kraken
Realtime dann eben dein Konto aufladen und damit ja dann auch deine EC-Karte. Ja, stimmt, aber genau. Ja, da ging das auch, ja. Diese Realtime-Geschichte von irgendeiner Bank zu einer anderen sollte doch eigentlich EU-weit sowieso bald mal kommen, eigentlich. Eigentlich ja. An der Stelle macht doch der Appell Sinn, fragt in den Läden nach, warum die kein Bitcoin akzeptieren. Ja, genau. So sieht's aus. Man fragt, dann kommen die auch nicht drauf. Ja, aber das hört sich jetzt so an, als ob man mit Bitcoin gar nichts anfangen kann. Ne? So, aber ja, klar, natürlich. Fragt in den Läden, also warum akzeptiert ihr das nicht? Oder wann akzeptiert ihr das vielleicht? Und ja, im Prinzip, also man kann schon echt viel damit bezahlen auch. Und zwar immer über Umwege ein bisschen. Ja, aber ich meine, Man darf sich da ja auch nichts vormachen. Also wir reden ja hier von einem alternativen Geldsystem. Also ja, dass das jetzt einem nicht unbedingt erleichtert wird. Das ist ja ein Punkt, mit dem die da oben uns ja dann auch immer wieder kriegen. Das ist halt, ja, es ist ja so schön bequem und einfach und das ist eine gesetzliche Pflicht, hier, was die Legaldefinition von Geld. Schuldtilgungsmittel mit gesetzlichem Annahmezwang oder irgend sowas. Also ja, das sind ja systemische Vorteile von Euro praktisch. Also natürlich ist es immer ein bisschen, es wäre ja auch lästiger in Deutschland irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich würde aber lieber mit Dollar zahlen, weil ich dem Euro nicht mehr traue. Das ist in Deutschland auch ziemlich lästig, zu versuchen, mit Dollar klarzukommen. Ja, richtig, genau. Ja, aber ja, das ist aber auch eher eine staatliche Hürde. Ne? Also genau. Die Unternehmen haben es halt gerne einfach, nehmen dann halt Euro an, weil darin können sie ihre Steuern zahlen, darüber können sie Steuern berechnen und so weiter und so fort. Genau. Und wenn du jetzt natürlich mit Bitcoin hantieren musst, dann wird es dann halt schwieriger, ja. Hast ein Wechselkursrisiko und so. Und deswegen, genau, das sind alles Sachen, die muss man wissen, die muss man in Kauf nehmen. Und ja, aber auch da gibt es ja auch Payment-Provider, die halt für Firmen anbieten. So, ja, wir nehmen für euch die Bitcoins an und geben euch dann aber Euros. Gibt es ja auch einige. Ja. Wir haben da eine gute Frage im Chat. Was ist eigentlich dieses Mining? Habe das schon oft gehört, aber keine Ahnung, was das ist. Bin ein absoluter Bitcoin-Anfänger. Soll ich vielleicht anfangen? Ja, gerne. Mining, im Endeffekt geht es darum, dass alle ein mathematisches Problem bekommen, die am Bitcoin-Netzwerk Transaktionen mitverarbeiten. Sie versuchen, dieses mathematische Problem zu lösen. Da dieses mathematische Problem sehr schwer ist, gibt es immer wieder nur einen, der es schafft, dieses Problem zu lösen. Und dann wird sein Block, also seine Liste von Transaktionen, als der nächste Block offiziell an alle verkündet. Das heißt, der Rechner, der dieses mathematische Problem in dem Moment löst, ist offiziell berechtigt, diesen Block für alle öffentlich zu machen. Dieser geht dann sozusagen in die Geschichte ein und wird dann diese lange Kette von Transaktionen geklammert. Und der dieses Problem gelöst hat, bekommt eine bestimmte Menge an Bitcoin dafür, dass er die Leistung erbracht hat, die eben immer geringer wird. Das ist im Grunde, glaube ich, alles. Was würdet ihr sagen? Wird immer geringer? Ja. Ja, die Auszahlungsmenge. Ach so, okay. Weil die Rechenleistung, die steigt ja sogar immer. Also das System ist, ich keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Ich finde es echt genial. Das ist ja so konstruiert, je mehr Rechner da mitrechnen und Rechenleistung da anschließen, desto schwieriger werden die Rechenaufgaben. Ja, genau, ja, so um die Blockzeit zu erhalten von 10 Minuten, dass alle 10 Minuten ein neuer Block generiert wird. Und inzwischen ist die Rechenleistung von Bitcoin halt super spezialisiert auf diesen bestimmten Bitcoin-Algorithmus, aber die ist ja gigantisch. Mhm. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es wird auf jeden Fall, das macht ja einen Teil der Sicherheit von Bitcoin aus, dass es jetzt aber Millionen, wenn ich Milliarden kosten würde, die ganzen Miner zu kaufen, um irgendwie die Mehrheit
der Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk zu haben, um den irgendwie kontrollieren zu können. Ja, richtig. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da wäre quasi jetzt nochmal die Frage, die kommt eigentlich von mir, einfach nur, weil sie nicht gestellt wurde, aber weil es eigentlich relativ wichtig ist. Was passiert mit meinen Coins, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde? Also, wie kann man da vorsorgen, dass die Coins nicht verloren sind, wenn man jetzt, wie gesagt, irgendwie ums Leben kommt, urplötzlich oder so? Was sind da eure Vorschläge? Ja gut, es ist das gleiche wie bei beispielsweise Gold, das man irgendwo versteckt hat. Also entweder hat man da eine Vertrauensperson, die Bescheid weiß, oder man hat da irgendwie ein Testament aufgesetzt oder eine Schatzkarte, ich weiß es nicht. Man kann da relativ kreativ vorgehen. Aber ja, man sollte schon dafür sorgen, dass die nicht für immer verloren sind, sondern vielleicht einer Person oder einem guten Zweck dann weitergegeben werden. Also ich hätte jetzt überlegt, irgendwie vielleicht zwei oder drei Verwandten jeweils einen Teil meines Seeds zu geben. Also quasi diese 14, 16, 18 Wörter. Jeder kriegt so einen Teil davon und den muss ich natürlich insoweit vertrauen, dass sie sich nicht zusammentun und mir dann meine Wallet leer räumen. im Prinzip im Todesfall oder so, wüssten die halt voneinander, dass sie jeweils einen Teil des Schlüssels haben und könnten sich dann so die Coins holen, mehr oder weniger. Also theoretisch sind da ja die Möglichkeiten unendlich. In der Praxis kommt es halt auf die konkreten Umstände an, um wen es überhaupt geht. Also wenn man beispielsweise meiner Mutter kann ich ruhig irgendwie die 24 Wörter von irgendeinem Wallet geben. Die klaut mir die bestimmt nicht. Und wenn es soweit wäre, müsste die sowieso schauen, dass sie irgendjemand findet, der ihr erklärt, was sie jetzt mit diesen 24 Wörtern macht. Aber hier kommt gerade ein Kommentar mit, hier Trezor hat dazu Charmier Backup, ja, also das ist eins von diesen Beispielen, wie man sich da Schlüssel aufteilt, also da gibt's unendlich viele Möglichkeiten und in der Praxis, auch wenn es so Bitcoin-Puristen, die immer not your key, not your coins, ich verstehe es ja, aber in der Praxis kann zum Beispiel dann sein, dass die 5 Bitcoin oder der eine Bitcoin, der dann da bei bitcoin.de die ganze Zeit rumliegt, relativ problemlos dann den Besitzer wechselt, weil da ist dann KYC auf einmal dann ganz praktisch gewesen. Ja, genau. Ja, da gehst du dann quasi hin mit dem, jetzt reden wir schon wieder über den Tod, ne? Über den Todesschein gehst du dann hin und sagst, ja, hier, ich bin der Erbe und bekommst dann quasi Zugriff darauf, ne? Ja. Wie bei einem Bankkonto, ja. Ja, genau. So würde das dann laufen. Genau. Ja, also im Prinzip kann da ja jeder selbst kreativ werden. Nur für mich ist es halt wichtig, dass die Leute sich bewusst sind, okay, wenn ich jetzt meine 28 Wörter nur in meinem Kopf habe und mein Kopf ist am nächsten Tag Matsch, dann haben meine Erben nichts davon, ne? Ja, also es ist grundsätzlich, wie der Paschke auch schon sagt, also wenn man das gedanklich so sich mit Gold vergleicht, ist es auf jeden Fall besser, als wenn man es gedanklich mit Euro vergleicht. Bei Euro gibt es ja immer irgendwelche externen Stellen, die da irgendwas machen. Das ist bei Gold ja nur der Fall, wenn du es wirklich in irgendein Schließfach legst. Aber ansonsten, wenn du deine Münze hast, musst du auch überlegen, wo du die jetzt hinlegst und wer genau wissen soll, wo die liegt und so weiter. Ja. Und so ähnlich ist die Problemstellung bei Bitcoin auch. Richtig. Ich finde, wir müssen heute nochmal auf das Thema kommen, wieso es so wichtig ist, aus diesem Zentralbankgeldsystem auszusteigen und wieso das eigentlich die Quelle allen Übels ist, die durch die Staaten uns auferlegt werden kann. Weil ich finde, lass uns das gleich anschließen als zweiten Podcast. Dann machen wir dann ein separates draus, weil wir sind jetzt sowieso schon bei 1 Stunde 40. Ja, gerne.
Dann, ja gut, was haben wir denn hier noch? Gibt es eine Seite, wo man Angebote zu seriösen Anbietern von Dienstleistungen, also Wallets oder Börsen oder sowas bekommt? Habt ihr da eine? Wahrscheinlich BTC Echo, also diese Bitcoin-News-Seiten oder so. Ich glaube, die sind ganz gute Quellen. Zum Beispiel, ja. Es gibt auch zig Telegram-Gruppen, wo man Fragen stellen kann. Mhm. Gut, es gibt auch ziemlich zig Gruppen, die nicht so empfehlenswert sind, aber... Na, da muss man dann wieder... wenn man als Laie dann da reingeht, kann man das ja wahrscheinlich gar nicht so unterscheiden, ne? Also da kann man lieber diese großen Bitcoin-News-Portale irgendwie nehmen und da dann gucken, über was berichten die, über wen, und findet da sicherlich dann den einen oder anderen seriösen Anbieter. Hat BTC Echo nicht sogar eine Telegram-Gruppe? Ich weiß es gar nicht. Blocktrainer ist so eine Gruppe, die mir gerade einfällt, ich schaue jetzt schon länger nicht mehr wirklich rein, aber die war immer gut besucht, und mit Leuten, die sich auskennen, da kann man auch als Anfänger immer eine Frage stellen. Mhm. Und auf dem MLPD Discord findet man auch Bitcoin-Fans und Krypto-Fans. Da findet man unter anderem euch, ne? Genau, eben. Ja. Also uns kann man da finden, und uns kann man da Fragen stellen im MLPD-Discord. Wir können ja einen Krypto-Channel da einbauen. Ja, genau. Ja, das könnte man eigentlich machen, ja. Es gibt ja auch Discord-Krypto-Bots, wo man dann alle möglichen Kryptowährungen da verteilen kann im Discord. Ja. Ja, aber das wäre dann vielleicht mal für Bitcoin für Fortgeschrittene irgendwie ein zweiter Podcast wert. ich hätte dann noch im Prinzip so spekulative Fragen. Welche Zukunft hat Bitcoin eurer Meinung nach in Sachen Akzeptanz, Preis, und was könnte da technisch noch passieren? Ich halte mich ja schon die ganze Zeit zurück. Ich bin ja, wie manche, wenn sie meinen Namen googeln, werde ich eher mit Dash in Verbindung gebracht, also einem Rivalen von Bitcoin. Mhm. Das Skalierungsproblem muss halt gelöst werden. Und die Thematik, also das Lightning-Netzwerk ist ja jetzt ein paar Mal angeschnitten worden, können wir vielleicht in der nächsten Folge mal vertiefen, das Thema. Das muss halt wirklich so funktionieren, dass ich selber, ich bin ja jemand, ich würde ja gerne Bitcoin oder Krypto generell mehr im Alltag nutzen. Wenn ich könnte, würde ich nur noch Spend and Replace halt so viel kaufen, wie es nur geht, am liebsten auch im Supermarkt etc. Aber dazu muss es halt auch technisch gehen. Und ja, da sind halt noch ein paar Fragezeichen. Spekulativ, wie hier im Chat auch schon erwähnt, die Zukunft von Bitcoin hängt maßgeblich davon ab, wie schlimm Euro und Dollar abkacken. Das sehe ich ähnlich. Also je nachdem, wie das Fiat-Money-System sich entwickelt. Wobei auch da ist ja noch nicht ausgemachte Sache, dass das alles hyperinflationär ausgeht. In einem Kreditgeldsystem kann man die Kreditgeldmenge auch ziemlich schnell wieder schrumpfen. Aber ist auch ein Thema für sich. Ja. Aber je mehr das Vertrauen da abnimmt, desto populärer werden Alternativen. Und die Tendenz, trotz aller Kritikpunkte, die ich ja an Bitcoin durchaus habe, ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Weil es hat sich einfach etabliert, also die Idee, und am Anfang war das ja wirklich nur eine Idee. Wir probieren es mal aus hier mit diesen digitalen Einheiten. Hier, weil wir das Thema Pizza hatten, man darf ja nicht vergessen, die offiziell oder die, was so als erste realwirtschaftliche Transaktion gilt, die zwei Pizzen, die damals für 10.000 Bitcoin, also 5.000 Bitcoin pro Pizza, umgegangen sind im Jahr 2010. Die Millionenpizza quasi. Die Milliarden müssen sogar sein, ne? Ja, die teuerste Pizza aller Zeiten. Ja.
Von diesen Zuständen, sage ich mal, sind wir ziemlich weit weg und haben uns sehr, sehr gut entwickelt. Und ja, die Idee muss halt in der Realität umgesetzt werden. Und das wird die Zeit zeigen und die Entwicklung, ob wir das hinkriegen. Ja, aber wichtig ist, meiner Meinung nach, deswegen mache ich den Kram ja auch, die Leute schon mal darauf hinzuweisen, so, ey, da gibt's was, das könnte eine ganz gute Währung sein, wenn unsere staatlichen Währungen versagen. Und ja, also neben Gold ist das auf jeden Fall etwas, was ich für die Zukunft sehe, was, also ob es jetzt unbedingt Bitcoin wird oder ob es da irgendwie eine andere Kryptowährung wird, in die man ja auch dann quasi immer tauschen kann, steht halt in den Sternen, aber ich denke, da liegt auf jeden Fall für eine freiheitliche Gesellschaft die Zukunft. Und ich hoffe, dass die Menschen, wenn dann der Fall eintreten sollte, dass ein Euro und ein US-Dollar irgendwann nichts mehr wert sind und das System zusammenbricht, dass sie dann sagen, ey, da gibt's doch irgendwas Gutes. Lass uns doch jetzt nicht den gleichen Kram wieder von vorne anfangen. Lass uns doch Bitcoin machen oder so. Genau diese Gefahr schreckt sie ja auch davon ab. Das heißt, Bitcoin hat eigentlich jetzt schon eine Wirkung auf das Zentralbanksystem. Sie alle wissen über Bitcoin, sie alle wissen über Kryptowährungen. Sie wissen auch, dass sie ihr System nicht zu weit treiben können, was dann viele Leute abschreckt und sie in den Bitcoin treiben lässt. Absolut. Ich weiß nicht, inwiefern sie sich jetzt dran halten, wenn wir die Nachricht haben von 22% höhere Geldmenge beim Dollar innerhalb eines Jahres. Aber ich denke, je nachdem, wie totalitär sie weiter vorgehen, also die Existenz von Bitcoin hat eine reale Auswirkung auf den Finanzmarkt schon aktuell, ja, würde ich sagen. Genau. Ja, inwieweit könnte da jetzt... ich weiß nicht, ob wir das Thema digitalen Euro noch aufmachen wollen, der noch im Raum steht. Schönes Thema. Das ist ein Thema, wo viele es auch falsch verstehen. Ich hatte auch einen Kumpel, der spricht immer wieder davon. Dem muss ich immer wieder erklären, dass selbst wenn der Staat irgendeine angeblich Blockchain-basierte Währung rausbringt, wird die immer inflationär sein. Ja. Von daher wird es nie mit Bitcoin vergleichbar sein und egal wie digital, der Euro ist schon digital. Der läuft schon über Kontos und die größte Menge von ihm, 99%, 98%, 2% davon sind Bargeld und der Rest existiert nur als Buchgeld. Also ja, er ist noch digitaler als Bitcoin, weil er überhaupt nicht geprüft ist, sondern jede Bank eigentlich selber Buch führt darüber, wie viel Geld sie schöpft. Ja. Wie viel Geld sie dir verspricht. Ja. Ja, genau. Wie viel Schulden sie macht, ja. Ja. Also von daher verstehe ich auch nicht, was ist die Bedeutung eines digitalen Euro. Das wird einfach, das ist alter Wein in neuen Schläuchen, mehr oder weniger. Im Prinzip ist das ja eigentlich nur das Mittel zur Bargeldabschaffung dann. Also dann sagt man, ja, hier, du hast ja jetzt hier den digitalen Euro und du hast ja deine geile App da auf deinem Handy und so. Und du kannst ja damit bezahlen. Du kannst ja die Euros auf dein Handy laden und dann ist es wie Bargeld. Und also es ist halt einfach nur Mittel zum Zweck der Bargeldabschaffung, meiner Meinung nach. Und ja, wenn wir dann da sind, dann gnade uns der vielleicht existierende Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich da. Also es ist wirklich ein abendfüllendes Thema, weil du kannst das Thema digitaler Euro auch mal irgendwie aus der Sicht der Banken sehen. Und also weil du ja gerade schon, oder Paschka hat es gerade gemeint, mit den 2% sind Bargeld. Bargeld ist so für den Gesamtgeldmarkt eigentlich ziemlich irrelevant. Und ja, uns Bürger trifft es natürlich massiv, aber ich meine, das Geld, was wir Bürger so haben, ist für den Finanzmarkt ja auch irrelevant. Und so ein digitaler Euro würde halt bedeuten, dass wir möglicherweise, je nachdem, wie es dann in der Praxis wirklich konstruiert ist, aber die Idee kann eigentlich nur sein, dass wir praktisch dann Zentralbankgeld haben, wenn wir es in digitaler Form haben. Weil im Moment haben wir Zentralbankgeld ja nur,
wenn wir es in Form von Scheinen oder Münzen haben. Sobald wir es auf dem Konto haben bei der Bank, sind es ja nur noch Versprechen auf Bargeld technisch, was in der Praxis aber keinen Unterschied macht, weil du darfst halt mit diesem Privatbankversprechen darfst du ja trotzdem zahlen. Ja. Und wenn du aber so einen Token hast, der direkt von der Zentralbank emittiert wird, dann ja, dann ist es eigentlich wie wenn du ein Konto bei der Zentralbank hättest. Und das ist das so aus Bürgersicht ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil dann brauchst du ja keine Sorgen mehr zu machen, ob deine Bank jetzt pleite geht oder nicht. Meine Frage du bist ja gleich an der Quelle praktisch. Ja, aber du öffnest dann Tür und Tor für, hatten wir ja eben, was ist gutes Geld? Erstmal Überwachung, Zensierbarkeit, also wenn die Zentralbank dann sagt, so nee, dein Konto, da gehen jetzt keine Transaktionen mehr von aus, dann bist du aber ordentlich, dann kannst du dir kein Brot mehr kaufen, ne? Schon klar, also und das ist dann eben halt der einzige Unterschied so zum Bargeld für uns Bürger. Aus Sicht der Banken stellt sich dann zum Beispiel die Frage, warum sollte jetzt irgendein Millionär, der da, weiß ich, 10 Millionen Euro rumliegen hat, warum sollte der denn jetzt, und wenn er, glaub mir, wenn du dann 10 Millionen da rumliegen hast, dann weißt du schon den Unterschied zwischen Versprechen auf Euro und wirklich Euro, weil die Einlagensicherung ja nur bis 100.000 geht. Warum sollte der denn dann seine Euro noch bei der Bank liegen lassen und nicht einfach in digitale Euro-Token umwandeln? Und das würde, also da bin ich mal gespannt, wie das konventionelle Banksystem das dann verkraften würde, sowas. Ja, meine Frage ist auch, wie soll das Kreditsystem funktionieren? Wenn ich ein Konto bei der Zentralbank habe, habe ich dann Anspruch auf Kredite zum Leitzins oder wie soll das gehen? Ja, das ist ja genau, das ist ja auch noch eine spannende Frage, weil also das aktuelle Geldsystem lebt oder Kreditgeldsystem lebt ja davon, dass wir auch ständig Kreditgeld, also das ist so, wie wir uns das immer vorstellen, auch bei Bitcoin und bei Gold ist ja eine Einheit. Ein Bitcoin existiert ja so für sich alleine, wie so ein Asset, genau wie eine Unze Gold. Das ist ja kein Versprechen von irgendjemand und es hat kein Ausfallrisiko. Während wir im Kreditgeldsystem ja die ganze Zeit eigentlich immer nur mit Euro- oder Dollarversprechen handeln. Und was wirkliche Euro sind dann eigentlich nur die, wo nur noch die Zentralbank da ist, weil die kann ja theoretisch nicht pleite gehen. Und die dazwischen geschalteten Geschäftsbanken, wenn die Geld schöpfen, versprechen die ja nur Geld. Und wie das wenn es da mal Token geben soll, wie das dann funktionieren soll, ob die Privatbanken dann auch Token emittieren können oder das versprechen auf vorstellen. Token. Das könnte ich mir vorstellen. Das, oder Token selbst erzeugen halt, ne? Dass die quasi so einen eins von beiden muss es ja Primär sein. Mehr Schlüssel von der Bank, von der Zentralbank kriegen, womit sie dann wieder Unterschlüssel erstellen können und damit dann Tokens erstellen. Also ich weiß es nicht. Also ich kann mir da viel vorstellen, aber wird's nicht, glaube ich. Die Frage ist dann auch, wofür eine Blockchain, wenn du einen Zentralbank hast, wo du einen Server haben kannst. Du brauchst das alles gar nicht. Ja. Dann wie eine Blockchain, wo es nur einen Miner und eine Node gibt. Ja, oder? Genau, ja. Ja, also quasi ein richtiger Shitcoin. Ja. Blockchain macht nur Sinn, wenn du einen dezentralisierten Aspekt hast, wie groß er auch sein mag. Wenn du das nicht hast, wofür? So, dann hätte ich noch ein paar Fragen. Wo man jetzt nicht viel zu sagen kann, weil man wahrscheinlich sagen muss, ja, muss jeder für sich selbst wissen. Erstmal, eine Frage, die eigentlich leicht zu beantworten ist. Welchen Wert in Euro hat Bitcoin damals und heute? Ja, damals praktisch null und heute um die 9.000 Euro, glaube ich. Ich gucke ja nicht. 600 heute, glaube ich sogar. Ich gucke gar nicht mehr so tagesaktuell auf den Kurs. Ich kenne ihn gar nicht mehr. Ich kriege dann nur irgendwann mal mit, so wenn dann mal wieder irgendwie der Kurs 7%. Eingebrochen ist, dann kann ich wieder gut nachkaufen. 9.627. Mhm. Ja, und damals gestartet bei, weiß ich nicht, wenigen Cent. Ne? Also teilweise konntest du ja sogar mehrere Bitcoin für einen Cent kaufen, damals zum Zusammenbruch der, wie hieß die Börse?
Mt. Gox, oder? Mt. Gox, genau, ja. Da sind ja teilweise mehrere Bitcoin für einen Cent über den Tresen gegangen. Ja, ich weiß gar nicht, ich meine, da gab es ja alle möglichen Geschichten. Bitcoinica war noch davor, vor Mt. Gox. Mhm. Also den Bitcoin-Preis gibt es ja bis heute eigentlich nicht. Es gibt ja nur Preise von allen möglichen Börsen. Und die gab es natürlich damals auch gar nicht. Ja, richtig. Ja, hätte er nur gefragt, was war Bitcoin damals und heute wert, hätte ich gesagt, damals war ein Bitcoin wert und heute ist ein Bitcoin wert. Aber genau, aber wert ist ja subjektiv. Also subjektiv ist er auf jeden Fall mehr wert als damals. Also Bitcoin könnte auch irgendwann mal eine Milliarde wert sein, aber wenn du dir, also eine Milliarde Euro, aber wenn du dir für eine Milliarde Euro nur, weiß ich nicht, einen Wocheneinkauf leisten kannst, ja, dann hilft dir die Zahl ja auch nichts, ne? Also. Genau. Lohnt es sich für Leute mit sehr schmalem Budget irgendwie Bitcoin zu kaufen, so als Investment? Ich würde es persönlich weniger als Investment sehen, sondern eher so, wie man Gold auch betrachtet, so als eine Art Versicherung für den Crash vom Fiat-Money-System. Und da gelten dieselben Regeln wie bei Gold, also auch für den kleinen Geldbeutel halt eben eine kleinere Menge Gold oder Bitcoin und für den größeren halt mehr. Ja, so würde ich das auch sehen. Wenn man irgendwie einen 10er oder einen 20er irgendwie im Monat über hat, ja, warum nicht, ne? Definitiv. Ja. Dann war Bitcoin zu haben, als gar kein Bitcoin zu haben. Ja, richtig, genau, so ist es. Vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, jeder sollte mindestens einen Bitcoin haben, wobei das natürlich für die Weltbevölkerung nicht reicht, aber heute würde ich sagen, oh, ein Bitcoin, das ist schon recht teuer. Also was eine Frage, die mir auch oft gestellt wird von absoluten Laien, muss man immer ganze Bitcoins kaufen? So, und eigentlich haben wir das schon fast beantwortet, weil es gibt 8 Nachkommastellen und du kannst auch 0,00001 Bitcoin kaufen und Da muss man in der Praxis schon auch an die Transaktionsgebühren von Bitcoin denken. Ja. Also zum Beispiel jetzt in der Praxis, wenn mich jemand fragt, bringt es was, 10 Euro im Monat in Bitcoin anzulegen, würde ich sagen, es kann ja halt passieren, dass du mal irgendwie, wenn das Bitcoin-Netzwerk gerade ausgelastet ist, irgendwie 2 Euro für die Transaktion bezahlst, wenn du die dann auf dein Wallet schickst. Also Wenn man jetzt so Sachen wie Bitpanda dann zum Beispiel hat, die ja eine eigene Wallet auch anbieten, wo das dann quasi nicht nochmal übers Bitcoin-Netzwerk geschickt wird, nachdem du es gekauft hast, dann kannst du halt auch mit einem 10er im Monat was machen. Also du musst es dann halt, also bei den kleinen Beträgen, sage ich mal, ja gut, dann vertraut man halt dem Anbieter, aber dann tut es auch nicht so weh, wenn es dann weg ist. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, so ein Betrag von 100 Euro in Bitcoin oder so, da würde ich jetzt, also gut, bin jetzt ich, aber da würde ich jetzt sagen, ja okay, geht der Anbieter pleite, ja gut, dann ist es halt so. Ja, muss ja auch jeder selber wissen, der beste Ratschlag ist eigentlich immer, investiere egal wo, nur so viel, wie du dir leisten kannst, morgen nicht mehr zu haben. Genau. Ja. Also das sollte schon Geld sein, das übrig ist. Ich berichte jetzt auch ein bisschen aus der Praxis. Ich habe ja zum Beispiel im House of Nakamoto in Wien ja auch gearbeitet, an einem Bitcoin-ATM oder so, oder hier in der Bitcoin-Embassy in der Nähe von Zürich. Das sind halt so Anfänger, also die Leute haben sich dann bei mir beschwert, als ob ich schuld dran wäre, dass sie da jetzt irgendwie 2-3 Euro oder Franken in den Bitcoin-Transaktionen da irgendwie bezahlt haben. Das sind halt praktische Dinge, die man wissen muss, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt. Das ist ein echtes, ein Gold hin und her zu schicken, ist ja auch nicht kostenlos. Und
ja. Aber ist das keine unüberwindbare Hürde? Nee, ich weiß gar nicht, wo die Gebühren im Moment stehen. Also irgendwo zwischen, ich würde mal sagen, 20, 30 Cent bis zu halt ein paar Euro haben sich die Gebühren inzwischen eingependelt, oder? Ja, also man kann teilweise für, ich glaube, sogar unter 20 Cent schicken. Dann muss man es halt in der Nacht machen oder so. Oder am Wochenende, wenn weniger los ist. Wobei in der Nacht ist halt auch weltweit gesehen immer ein bisschen schwierig, aber es gibt halt Zeiten, wo ein bisschen weniger los ist im Bitcoin-Netzwerk. Und da sind die Transaktionen dann auch sehr günstig. Ja. Dann hätte ich noch, ja, wenn man einsteigen will, wie viel sollte man investieren? Also, ja, gut. Ist halt individuell, absolut. Genau. Wenn du Millionär bist, ja, dann schmeiß halt mal 10.000 drauf. Ja, wenn du dich am Monatsende fragst, okay, wovon, was mache ich mir jetzt auf meine Nudeln? Ich habe keine Soße mehr. Ja, dann investiere halt nix oder 1 Euro oder so. Also super individuell einfach. Ja, da auch wieder die Sache, investiere nur das, was du dir leisten kannst, morgen nicht mehr zu haben. Ja, und ja gut, dann war noch die Frage, kann ich bei Fragen, wie und wo ich mein Geld in Krypto anlegen kann, irgendjemanden zu Rate ziehen? Ah, keine Ahnung. Kennt ihr jemanden, den ihr zu Rate ziehen würdet? Ja, uns natürlich. ja. Nee, also es gibt halt keine zentrale Anlaufstelle, aber also wer das Internet bedienen kann und Google, der findet da vieles. Ja. Und die Grundzüge haben wir jetzt ja auch erklärt, also wie ein Wallet, Börse, alles andere muss man dann sowieso in der Praxis da sich erarbeiten. Ja, eben, ja. Ja, Google ist dein Freund und am besten immer Infos doppelt vergleichen. Genau, und im Zweifel die MLPD fragen. Und irgendwie auch bei YouTubern ein bisschen hinterfragen, haben die eventuell eine finanzielle Motivation oder sind die echt irgendwie an gutem Content interessiert und aufrichtig. Im Zweifelsfall, vielleicht hat euch das Video, was ihr jetzt 2 Stunden gehört habt, irgendjemand geschickt, fragt ihn. Also, ja, also eigentlich gibt's wahrscheinlich in jedem Bekanntenkreis irgendjemanden, der jemanden kennt, der da irgendwie mal was mit zu tun hatte, denke ich. Also ich zwischen schon, ja. Und wie gesagt, im Zweifelsfall, ja, wir hatten ja jetzt schon gesagt, hier, es gibt da Gruppen, Telegram-Gruppen oder News-Seiten oder so, wo man halt mal schauen kann. Ja, gerade so Geldanlage, ne? Ich meine, es gibt Investmentberater, so, und da vertraut man auch nicht jedem. Und viele verkaufen einem auch Scheiße. Ja. Also und grundsätzlich, ich meine, es ist auch ein bisschen so, ja, eine Einstellungssache. Ich meine, wir sind ja hier der Podcast der MLPD. Libertär zu sein ist auch nicht immer nur bequem, weil es geht auch immer um Verantwortung. Und Bitcoin ist die Idee halt, Selbstverantwortung fürs eigene Geld zu übernehmen. Und ich muss sagen, ich kann mich ja noch daran erinnern, dass es, wenn du dann da auf einmal irgendwie auf deinem Handy da du hast ja da eine App, deine Wallet, und dann schickt dir ein Kumpel da irgendwie vielleicht ein bisschen Bitcoin rüber und auf einmal sind die dann auf deiner Wallet und du weißt, okay, und jetzt darfst du dir, du musst jetzt ein Backup machen, weil sonst darfst dein Handy jetzt nicht verlieren und so, der merkst du, okay, das sind jetzt wirklich knappe digitale Einheiten. Also auf die musst du aufhalten. Du bist verantwortlich für dein Geld. Und das ist Sinn der Übung. Also es ist sozusagen ein Feature und kein Bug. Ja, eben, genau. Richtig. Aktive Erziehung. Ja, mega. Also ich wäre auf jeden Fall mit den Fragen, die ich bekommen habe, denke ich mal durch. Ich hoffe, die wurden auch zur Zufriedenheit beantwortet. Wobei ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass wir jetzt hier auf 2 Stunden kommen. Das ist ja schon. Hast du dir gesagt? Ja.
Allerdings. Ja, ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, alles irgendwie noch in die Videobeschreibung packen, was wir erwähnt haben. Für die Nachhörer oder die Hörer, die dann den Podcast dann irgendwann zum Einschlafen hören oder so, dass die dann nur noch draufklicken müssen. Werden auch übrigens keine Affiliate-Links sein, also da werden wir kein Geld mit verdienen. Schande über uns Kapitalisten. Ja, Schande über uns Kapitalisten. Wir sind einfach zu gut. Ja. ja. Habt ihr sonst noch irgendwas irgendwie Einsteigern mitzuteilen? Irgendwie so zum Abschluss? Boah, mittlerweile habe ich alles durch. Traut euch, es geht um eure finanzielle Souveränität und auch um die finanzielle Souveränität aller anderen, weil was ihr macht, beeinflusst nicht nur euer Leben. Ganz genau. So sieht's aus. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Ob wir gleich noch weiter was aufnehmen, können wir ja gleich noch besprechen. Und verabschiede mich auch von den Zuhörern oder Zuschauern. Und sag einfach mal Danke. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke auch. Bis bald. Ciao, ciao. Bis dann.